Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie 84, erst im Jahr 2016, glaube ich. Ne? Und ein paar Hinweise zu Anfang. Was ich manchmal auch vergesse, es gibt zum Beispiel englische Voice-Overs der Tagesenergien, die jemand macht bei YouTube. Die setze ich meistens dann auch unter, bei BewusstTV unter die deutschen Sendungen. Ist ein interessanter Hinweis für diejenigen, die sagen, sie würden es gerne irgendwelchen Freunden aus dem anglo-sächsischen Bereich weiterreichen. Dann möchte ich sagen, dass wir bei BewusstTV eben oftmals unter die Sendung auch Quellenmaterial und Links als Texte veröffentlichen. Und ich werde heute in dieser Sendung, beziehungsweise morgen, heute ist der 13. Januar, 14., eine PDF-Datei mit meinem Material, auch wo viel Quellenmaterial eben drin ist, auch bei BewusstTV hochladen. Die Leute, die es nur bei YouTube gucken, die müssten dann eben mal bei www.bewusst.tv auch reingucken. Ja, noch was, wo es viel Fragen gab, bevor wir auch über die Energien reden und das, was im Moment natürlich viele Leute auch bewegt. Viele Leute sind immer wieder auch verunsichert über den gelben Schein, weil es da viele, viele unterschiedliche Ansichten gibt, für und wider. Und es gibt immer Leute, die sagen, dann hat die BRD kann doch gar nicht etwas ausstellen über eine Staatsangehörigkeit. Ich habe das so verstanden, dass ich quasi selber den Nachweis führe meiner Abstammung bis vor 1914, weil sich da die Rechte verändert haben. Durch den Antrag auf den gelben Schein ist das im Grunde aktenkundig. Das heißt, die BRD wird mir das nie ausstellen, dass ich jetzt zum Beispiel Preuße bin durch Abstammung, aber ich habe es durch den Vorgang aktenkundig. Habe ich das so richtig verstanden oder dass es dann doch schon eine andere Rechtsstellung ist, wenn ich sagen kann, ich stamme eben ab? Oder was ist es für dich? Also ganz grundsätzlich ist jetzt im Moment sowieso auch als energetisches Thema sehr wichtig, dass man sich besinnt der Ahnen und der alten Entwicklungen, die wir auch an vielen Stellen als Kultur noch vorfinden können. Und da kommt ganz viel jetzt im Moment hoch. Und von daher ist das eine Frage, die auch sehr schön in diese Richtung schon weist. Denn tatsächlich, du hast es gesagt, es geht um alte Rechte. Und man muss einfach verstehen, dass alte Rechte immer weiter einen Fortbestand haben. Die können nicht einfach weggenommen werden. Und deswegen wird gerade im Moment überall auf der Welt sehr viel Wert darauf gelegt, uns nicht nur abzuschneiden von unserem kulturellen Erbe, sondern auch von unseren möglicherweise bestehenden alten Rechten, die sich in Urkunden finden, die sich in alten Vereinbarungen finden möglicherweise. Sehr schön kann man das sehen, wenn beispielsweise jemand auf einmal durch seine Ahnenforschung darauf stößt, dass er adligen Geschlechts ist oder einen Anspruch auf einen Adelstitel hat. Von einem Adler abstammt. Einen Adelstitel wieder einfordern kann und einen Titel. Ein Titel ist auch ein sehr interessanter Begriff, denn wir sprechen ja auch von einem Titel, den ich gegen jemanden habe. Ja. Also hier meint es einen Anspruch. Ja. Und wir sehen also, diese Dinge gehen nicht verloren. Und wenn du auf alte Rechte zurückgreifen kannst, nachweislich, dann geht es nur darum. Und das, was du dort tust mit dem gelben Schein, heißt ja auch Feststellung. Ja. Also es wird nichts anderes, als es wird dir eine Bestätigung gegeben. Denn, und das ist sehr, sehr wichtig, eine Staatsangehörigkeit wird dir nicht von irgendjemand gegeben, sondern sie ist ein Status, den du hast. Ja. Und den hast du natürlich so oder so, auch wenn du das nicht tust. Aber durch diesen Vorgang kannst du es offenkundig machen und kannst dann eben auch alte Rechte einfordern. Selbstverständlich alleine durch diesen Vorgang des Kundigmachens beziehungsweise auch des nach außen hin Sichtbarwerdens wirst du diese Rechte nicht bekommen. Also hier muss auch ganz klar verstanden werden, du hast eine Basis, die ist vorhanden, die ist dir bestätigt worden und die führt jetzt auch zu Problemen, wenn man dich einfach so behandeln möchte, wie man es tun könnte, wenn es diese alten Ansprüche nicht gäbe. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber auch eben, dass dieses Esterregister, Entscheidungsregister zu Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, eben auch sehr wohl unterscheidet, auf welche Art und Weise hier was nachgewiesen worden ist. Also bei mir steht eben in Klammern das RU von Rustag. Ja. Aber in runden Klammern, nicht in eckigen Klammern. Also in eckigen Klammern wäre es dann zum Beispiel. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ungültig. Also wenn du, lass uns ruhig einen ganz kurzen Moment da verweilen. Ich glaube, dass es für viele wichtig ist, hier auch nicht nur etwas zu übernehmen, was sie hören, sondern den Hintergrund zu verstehen. Eckige Klammern
Wenn wir beispielsweise die bekannten 4-Cent-Briefe bekommen oder verschicken, dann setzen wir die Postleitzahl in Klammern. Eckige Klammern meinen wirklich etwas auszuklammern. Und das finden wir in der Analogie bei der sogenannten Four-Corner-Rule oder bei der Vier-Ecken-Regel, nach der jeder Vertrag im Handelsrecht 4 Ecken hat. Wenn deine Kreditkarte eingezogen wird, schneidet man unten eine Ecke ab und dann hat sie 5 Ecken und sie ist nicht mehr gültig. Also jeder Vertrag hat 4 Ecken. Und wenn in einem Vertrag, da kann man es nachlesen, aber nicht nur dort. Ja. Und wenn man also in einem Vertrag mit 4 Ecken weitere 4 Ecken vorfindet, das kann auch ein Kasten sein. Eines Kastens beispielsweise, dann ist das ein eigenständiger Vertrag, der nicht von anderen Verträgen berührt wird. Und das hat nichts mit dem Vertrag, den wir dann unterzeichnen und meinen, das steht ja am Vertrag, so damit hat es nichts zu tun, ist wieder was anderes. So ist es. Das ist altes Handelsrecht. Und die vielleicht beunruhigendste Variante ist die Unterschrift in einem viereckigen Kästchen. Ja. Denn das ist dann eine universelle Vollmacht. Denn das ist eine Unterschrift, die nicht Bezug nimmt auf den Vertrag, sondern mit eigenen 4 Ecken einen eigenständigen Vertrag, und zwar eine Universalvollmacht. Aber das haben wir doch oft, dass wir irgendwo ein Formular ausfüllen müssen und dann ist da ein Kästchen, unterschreiben Sie bitte in dem Kästchen. Ja, warum? Ja? Und das ist etwas, das im englischsprachigen Raum bekannt ist. Ich habe das mal einem Freund erzählt und der sagt, ach, guck an, ich habe sehr viel mit internationalen Kunden zu tun. Und viele machen dann etwas, und das ist eine Empfehlung an dieser Stelle, sie schneiden an diesem Kästchen unten die Ecke ab, indem sie 2 Striche durchziehen. Das heißt also, hier wird aus diesem Kästchen eben dann doch ein Bestandteil des Gesamtvertrages. Und das kann man machen, und das wird manchmal wahrscheinlich schon mit etwas Verwirrung zur Kenntnis genommen, aber ich mache das regelmäßig und werde sehr, sehr selten darauf angesprochen, und wenn, dann erkläre ich's. Und die eckige Klammer ist die Analogie dazu. Die runde Klammer ist einfach eine Ergänzung. Und hier steht eben eine Ergänzung. Es geht eben nicht um diesen neuen sogenannten Stack, Staatsangehörigkeitsgesetz, wie es genannt wird, sondern es geht um den Rustag. Und vielleicht eine kleine hübsche Anekdote an dieser Stelle. Ich selber hatte auch mal ein Gespräch mit jemand vom Einwohnermeldeamt, und der legte mir dann diesen Stack vor, damals in der Ausgabe 2014, und sagte, sehen Sie, das ist ja alles jetzt geändert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gucken Sie doch mal bitte nach, wann Ihr Stack von 2014 in Kraft getreten ist. Und er sagte, das weiß ich nicht. Sag ich, schlagen Sie nach. Und dann hat er geguckt. Oh, sagt er, 2013, am 1913, am 22.07.1913, also Rustag. Und man kann hier eben kein neues Gesetz schaffen, sondern man muss an einem herumbasteln, und das hat keinerlei Basis. Das ist aber für uns uninteressant, die wir einfach nur nachweisen wollen, aha, hier gibt's alte Rechte. Dazu brauchst du keine BRD, dazu brauchst du kein Esterregister. Auch den gelben Aber Schein der Nachweis ja, wird na, für dich ja, leichter ja. innerhalb des Systems, indem du sagen kannst, schaut her, hier ist es festgestellt worden. Ja, genau. Und noch ein wichtiger Hinweis, diese Feststellung geschieht nicht freiwillig. Sie wird an ganz vielen Stellen erschwert. Und warum wohl? Weil du eine andere Stellung hast in einem System, und dazu hat ja der Matthias sehr vieles Matthias Weidner, die Sendung, die wir gemacht sehr vieles haben. Gesagt, und das ist auch wirklich wichtig und fundamental, und ich habe eine echte Insider-Info, die ist eine Woche alt. Ich hätte sie gar nicht erwähnt, wenn das Thema jetzt nicht von dir angesprochen worden wäre, aber wenn es so sein soll, dann sage ich's. Ich muss es eigentlich nur der Vorbehalt sagen, es ist nur eine Information, allerdings aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle. Und er sagt, in den Katasterämtern wird bereits unterschieden, wer welche entsprechende Rechtsstellung hat. Und zwar wird dort unterschieden auch von Adligen, die werden gesondert geführt, und eben Menschen mit einer Staatsangehörigkeit Rustag. Warum? Da können wir jetzt spekulieren. Ich könnte das sehr gut, aber das kann jeder für sich selber tun. Und dieses Esterregister ist sehr jung. Das heißt, das gibt es, ich meine, seit 2007, könnte auch 2005 sein. Und ist nach meinen Informationen nicht freiwillig hier entstanden, sondern gezwungenermaßen angelegt worden. Das ist ein ganz komplexes Thema, und es wirft ein betrüblich
trübes Licht auf die Situation hier im Lande. Und das wird man an vielen Stellen sehen. Ich habe auch eine Meldung, die passt da nachher dazu. Wunderbar. Ich wollte es nur mal aufgreifen, weil es eben Verwirrung gab. Und wir haben eben die Sendung mit Matthias Weidner. Und der hat auch eine DVD rausgegeben. Da gibt es ja Leute, die sagen, oh, die ist so teuer und der will sich einfach da nur Geld verdienen. Aber er hat natürlich auch lange, lange sich damit befasst. Und oh, Matthias hat auch einen hohen Preis bezahlt in Form von Schweiß und Blut, im Sinne von Ärger, und Ängsten und Schrammen. Ja. Und ich finde das sehr schön, wenn jemand auf diese Art und Weise auch seinen energetischen Ausgleich erhalten kann. Und so viel das gilt das allerdings nicht für viele. Ja. Man muss sagen, es gibt eine ganz große Gruppe von Vorreitern. Und ich kann nur auch dort jeden ermuntern, zu sagen, nutzt doch euer Wissen auch in dem Sinne, dass ihr anderen helft und bittet um einen energetischen Ausgleich. Das ist nur gerecht. Ich finde das geradezu selbstverständlich. Ja, also das kann dir wirklich eben auch sehr viel Zwangsmaßnahmen vielleicht ersparen. Oder sind man darf es nicht überschätzen. Weißt du, man darf es nicht überschätzen dahingehend, dass man sagt, man kriegt ein Medium, das für sich selber arbeitet, sondern es ist eine wunderbare Stärkung von dir. Ja. Wenn du aber sowieso nicht bereit bist, im Grunde genommen nach vorne zu treten, ja, dann hilft dir das auch nichts. Ja, du kannst also das nicht einfach vorhalten und dann wird dir keiner mehr was tun. Man muss sich damit befassen, intensiv. Und man wird, Joe, man wird auch immer wieder überprüfen, wie ernst meinst du es und wie leicht kann man dich einschüchtern. Mhm. Das ist ganz großer Teil des Prinzips. Das ist auch Bestandteil an ganz vielen Stellen. Ja. Man prüft dich. Ja. Und wenn du dann sehr schnell einknickst, dann wird man sehr schnell eben feststellen, aha, hier war das, was dort nach vorne getragen worden war, noch nicht wirklich verstanden worden. Und damit wird eine stumpfe Waffe daraus. Ja. Man kann wirklich sagen, Wissen ist Macht. Aber nur, wenn du es auch umsetzen kannst und dem anderen gegenüber auch dieses Wissen eben auf eine Art und Weise vermitteln kannst, die dann dem anderen eben auch aufzeigt, aha, hier ist ein größeres Verständnis auch in mir entstanden. Ich kann hier nicht mehr so agieren, als wüsste ich das nicht. Ja. Und das kann wunderbar sein. Also wir haben über das Thema Mensch-Person schon gesprochen. Ja, ja. Und ich möchte noch mal ergänzen, auch derjenige, der eine Staatsangehörigkeit hat aus der alten Zeit, ist in einer Fiktion, eine natürlich, Person gefangen, aber eine Personenstruktur mit einem anderen Rechtsstatus. Mhm. Man könnte sagen, auf dem Spielfeld hast du eine Figur, die jetzt etwas mehr darf, die ein Leben mehr hat oder also wie auch immer. Nicht mehr der Bauer, sondern schon der... Genau, vielleicht ein Springer Turm oder ein Turm. Ja. Und das ist genau, das muss jeder für sich selber prüfen. Es ist ja sowieso ein Weg, den gar nicht jeder gehen kann. Das muss man auch klar sehen. Und noch eine echte Insider-Info vom Katasteramt, ist auch wenige Wochen alt. Ich habe vor, vor 2 Monaten bei einem Zusammensein auch auf das Thema hingewiesen und hatte empfohlen, sich eine entsprechende Eigentumsbestätigung durch das Katasteramt zu besorgen. Und jemand, der auf dem Seminar war, rief mich dann wenige Tage später an und hat sich bedankt und sagt, es hat wunderbar funktioniert. Und er hat es jetzt weiterempfohlen und jetzt vor 10 Tagen hat das Katasteramt es konsequent abgelehnt. Das wird es nicht mehr geben, mit dem Hinweis, dass eine solche Forderung ja nur von Rechten gestellt würde. Ja. Und denen darf man natürlich und will man nicht nachgehen. Also das, was hier zu erkennen ist, wie schnell auch an bestimmten Stellen das, was nicht gewollt ist, einfach verwehrt wird. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn man sich alter Rechte besinnt. Ja. Und im Grunde der gelbe Schein ist Geheimwissen für eine bestimmte Clique und dass wir es natürlich öffentlich machen, das passt denen gar nicht. Es wird sehr viel Trollarbeit geleistet, das muss ich ganz klar sagen. Es wird sehr, sehr viel dagegen gearbeitet. Ja. Viele wirken sehr glaubwürdig, sind aber an vielen Stellen leicht durchschaubar. Wenn man nur ein bisschen selber recherchiert, so wird immer wieder behauptet, auf dem gelben Schein würde drauf stehen, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Das steht dort eben nicht. Ja. Dort steht, ist deutscher Staatsangehöriger. Und das stimmt natürlich. Und das stimmt auch, wenn du Preuße bist. Ja. Mhm. Und von daher ist es nicht eindeutig in der Aussage, selbstverständlich nicht.
Aber es ist auch nicht so, wie es uns häufig an vielen YouTube-Filmen vermittelt werden soll. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, wer arbeitet so konsequent dagegen? Ja. Und manchmal wird behauptet, du könntest über diesen Weg eine ungewollte Nazi-Staatsangehörigkeit bekommen oder erwerben. Nochmal ganz klar, eine Staatsangehörigkeit kannst du auf einem solchen Weg niemals erwerben. Weder eine gewollte noch eine ungewollte. Eine Staatsangehörigkeit ist ein Status wie Volljährigkeit. Und das ist, kann dir niemand abnehmen. Das ist ein Status, den du hast, von dem du vielleicht bisher nicht wusstest, und ein Status, der dir bestimmte Rechte einräumt, denn du bist ein Teil des Staates. Und das ist eben hier nicht der Fall, weil es hier nicht mal einen Staat gibt. Und da wird es dann ganz leicht verständlich, wenn man es ein bisschen begreift und sich auch frei macht von den Vorstellungen, dass irgendeine Behörde einem hier einen Persilschein ausstellt. Natürlich das ist nicht. Überhaupt nicht der Fall, ja. Sondern du hast einen Weg, der dir innerhalb des Systems offen steht, der nicht freiwillig für dich geöffnet worden ist, in dem du dokumentieren kannst, überprüft dokumentieren kannst, du hast einen Bezug zu einer alten Rechtsstaatlichkeit, mehr ist das nicht. Okay, weites Feld, und wie gesagt, wir haben ja viele Sendungen auch darüber gemacht, also du hast gesagt, richtig gesagt, man muss sich damit befassen, es nützt nichts zu sagen, ich habe jetzt irgendeinen Schein und jetzt kann ich überall mit durchkommen. Nein, man muss sich damit befassen, wir können viele Sendungen bei BewusstTV empfehlen dazu, wir haben auch mehrere Gespräche über Selbstverwaltung, Mensch, Person und so, das ist ein weites Feld, da sind überall wichtige Hinweise drin. Ja. Aber lass uns das Thema beenden, wir müssen ja weiterkommen. Ich würde gerne einen Satz noch als Tipp für alle, die auf diesem Wege sind. Legt euch nicht so fest auf einen Weg, sondern guckt euch unterschiedliche Methoden an. Diversifizieren an sowieso. Manchen Stellen ist es eine wirklich gute Idee, sich seines Menschseins zu besinnen und sich nicht die Maske Person im Grunde genommen zur Identifikation verschreiben zu lassen. Ja. Aber an manchen Stellen ist es vielleicht gerade klug und ein guter Weg, mit einer erstarkten Person, vielleicht auch in einer eigenen, ganz anderen Position zur Person aufzutreten. Denn das ist auch ein wichtiges Feld, wäre vielleicht irgendwann mal ein Thema, in welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zur Person. Aber das nur als Sinnbild, wenn du mir erlaubst, eine Brücke zu den Energien zu finden, ein Sinnbild für unsere eigene Suche nach uns selbst. Ja. Und das ist eben eine Suche, die im Außen ihre Ausdrucksform in dieser Zeit findet, hochinteressanterweise überall immer mehr, und natürlich auf der Suche nach uns in unserer wahren Qualität als Wesen, als unbekannte Qualität, die wir so abgelenkt durch das Äußere häufig gar nicht mehr wahrnehmen. Okay, wir haben natürlich eine Sendung, wo wir eine sehr aufgewühlte Situation haben durch die Ereignisse Silvester. Da werden wir sicherlich drüber sprechen. Ich denke, dass du es auch unbedingt hast. Aber wir fragen zum Anfang über die Energien. Da fragt man sich natürlich jetzt, ist das nicht banal, jetzt nach Energien zu fragen, weil jeder spürt im Grunde die Energien. Und wir haben zu Anfang auch mal gesagt, es gibt Energien, bedeutet Tagesenergie, bedeutet, dass nicht jeder Tag die gleiche Energie hat. Und das ist unterschiedliche Qualitäten gibt. Ist jetzt das, was wir erleben im Moment, ist das, weil das durch die Energien auf irgendeine kosmische Weise jetzt besonders deswegen passiert, oder passiert etwas, was auch die Energien sozusagen verändert? Das heißt, wird etwas in Gang gesetzt von bestimmten Kräften, die in das energetische Feld sozusagen Unruhe reinbringen oder sowas? Es gibt, man könnte sagen, Energien in zwei verschiedenen energetischen Ebenen, die wir betrachten können. Einmal die tatsächlichen Energien, die wir die ursprünglichen, grundsätzlichen, archetypischen Kräfte nennen könnten. Da gibt es also eine Energie, die beispielsweise auch in der Astrologie möglicherweise von dem Menschen, der das Horoskop für den König erstellt, erkannt werden. Und er sagt, jetzt, Majestät, ist die Zeit für Krieg. Jetzt sind Mars ist jetzt dominant und wir haben diese und jene Kräfte. Und dann kommen die Handlungen des Königs. Das sind dann die Energien, die er in Gang setzt. Im Idealfall in einer ähnlichen Richtung wie die Hauptströme der tatsächlichen Energien. Das würde dann förderlich sein für seine Intention. Aber natürlich ist das eine Illusion, denn in Wahrheit wird natürlich auch der König und der Mann, der das Horoskop erstellt, durch diese energetischen Kräfte ohnehin in sich selbst in der Form
ja, in Bewegung gebracht, wie es geschehen soll. Also von daher eine philosophische Frage. Ja. Aber auf der menschlichen Ebene möchte ich sagen, tatsächlich ist diese Antwort die richtige. Es gibt die energetischen Grundströme und es gibt natürlich auch Menschen, die diese Strömungen kennen. Und diese Ströme auch nutzen. Also die sehr wohl zur rechten Zeit mit der Unterstützung der energetischen Kräfte am liebsten agieren. Manchmal sind die aber gerade nicht da und es pressiert. Ja. Ja, ich brauche jetzt den Liebeszauber. Ich muss jetzt, muss ich hier reagieren. Ich muss in einer Woche bei Gericht muss ich auftreten, auch wenn die Kräfte sagen, am besten in 4 Wochen. Dann wird etwas gemacht, das wir über Rituale beobachten können. Und wenn wir das Thema Köln ansprechen, möchte ich auch darauf hinweisen, dass natürlich der Kölner Dom als ein enormer Kraftplatz auch eine solche Rolle innehat. Ja. Also dazu müssen wir auch ein Stück weit gucken. Das ist sehr interessant und das bedeutet im Grunde, dass du hast das gesagt, wenn Not am Mann ist oder man muss jetzt irgendwas durchsetzen, aber die Energien sind eigentlich nicht da. Wir haben ja oft schon gesagt, dass wir im Moment erleben, dass mit der Kneifzange sozusagen Dinge in durchgesetzt werden, in großer Hektik. Ja. Eigentlich uralte Pläne, die es schon seit langen, langen Zeiten gibt, aber die jetzt beschleunigt, forciert werden und dadurch merken wir eigentlich, da ist was im Gange. Ja. Sind die Energien eigentlich dafür jetzt gar nicht förderlich und dadurch merken wir auch, es passt nicht oder wie? Also die Energien passen schon, aber es wird immer gefährlicher. Also wir segeln hart am Wind und wir haben wirklich schon eine sehr angespannte Situation. Und für diejenigen, du sagst es gerade ganz richtig, die jetzt so deutlich werden in ihren ganzen Aktivitäten, wird natürlich auch die Gefahr, dass hier Gegenkräfte eben auch ganz klar sich herausgefordert fühlen. Diese Gefahr möchte man natürlich gerade, wenn man einen Plan zum Ende bringt, nach Möglichkeit vermeiden. Also wenn ich schon eingestiegen bin im Haus und ich habe schon den Tresor halb offen, dann möchte ich nicht, dass jetzt irgendetwas geschieht und ich aus Versehen auf die Fernbedienung der Stereoanlage trete und auf einmal ein Riesenradau losgeht. Hier ist es aber egal. Wir müssen fertig werden. Es spielt keine Rolle, so scheint es. Und ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Plan ein uralter ist. Also wir gehen tausende von Jahren zurück. Und das ist das, was übrigens, um noch mal ganz kurz zu diesem Aspekt, über den wir vorhin gesprochen haben, anzugehen, wir können immer weitergehen. Also das endet eben nicht 1913, sondern das geht lange, lange, lange davor und so weiter und so weiter und so weiter. Und wer sich mit dieser Zeit beschäftigt, kann ganz konkret eben sehen, dass auch schon 1910 und 1900 schon die Kommerzialisierung überall angekommen war. Ja. Und das ist eine Untertreibung, wie man sie kaum größer tun kann, denn in Wahrheit geht es viel weiter zurück. Du hast ja schon gesagt, französische Revolution und Rom, davor, ägyptisches Reich. Also da sehen wir auch immer noch die entsprechenden Hinweise. Also auch dort gibt es große, hochinteressante, sehr aktuelle Rituale, die damit zu tun haben, mit den alten ägyptischen Kräften. Also man wundert sich und umso mehr wundert man sich, dass diese Kräfte jetzt auf einmal auf dem Endspurt, man könnte sagen auf den letzten Zentimetern, so in eine Hektik verfallen. Ja. Und das ist ein wunderbarer Hinweis für uns, der uns sagt, aha, irgendwo ist jetzt da was massiv im Gange. Ich habe hier eine Meldung, die passt. Zeig sie doch mal. Das ist doch die Meldung dafür. Die Macht erwacht. Ja, Star Wars Episode 4. Fulda aktuell. Läuft an, ja. Und hier einfach das, diese Überschrift als Symbol. Na, das ist der Untertitel der Star Wars Episode. Ja, genau. Das aber Erwachen der passt Macht. Doch jetzt das die passt Macht natürlich erwacht. Welche Macht auch immer. Das ist die Frage, ne? Welche Macht auch immer. Ja. Und das passt sehr, sehr gut, finde ich, auch so als Einstieg. Ich habe ja schon mal gesagt, wir können ja im Grunde unsere eigene Macht auch damit annehmen. Wir können natürlich die Macht abgeben und sagen, die Macht haben die, hat der Imperator oder der König oder wer die auch immer. Die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Ja, aber ich kann doch auch sagen, die Macht ist auch in mir. Ja, du bist in letzter Konsequenz sogar der Ausdruck der göttlichen Macht, nicht nur, sondern der Macht schlechthin. Aber das ist eben das, was wir hier im Moment eben auch erleben, dass wir schon, wenn es um Selbstverteidigung geht, sehr schnell erfahren, dass hier ein anderer
mehr Knüppel Macht kommt, hat. Ja. Okay. Und vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Wir haben später noch eine Meldung aus den USA, die hast du bestimmt auch dabei, in dem also einige Ranger und Rancher, Entschuldigung, nicht Ranger, Rancher, sich Oregon, verschanzt haben in Oregon und gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen und beziehen sich auf ihre Rechte aus der Verfassung, eben auch bewaffnet zu sein. Ich möchte ganz klar sagen, die Verfassung gibt niemand ein Recht, sondern sie bestätigt Rechte, die du schon hast. Das ist total wichtig. Also hier kann niemand dir ein Recht geben, denn du hast die Rechte. Man kann dir das Recht wegnehmen und das wird eben und gemacht. Und das ist, wird getan und das geht auf der Personenebene. Da sind wir wieder dort. Aber was, worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Macht, die jetzt in uns möglicherweise auch wieder gebraucht wird, und das ist meine Interpretation, die also jetzt einfach notwendig wird. Wenn du in einer Notsituation bist mit deinem Auto, in einem Unfall, werden deine Reaktionen schneller. Ja. Und die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Es kann sein, dass du das ganze Auto hochheben kannst, weil deine Frau eingeklemmt ist. Es werden enorme Kräfte, es werden enorme Kräfte in dir wach. Ja. Und diese Kräfte entstehen eben in solchen Momenten. Und diese Momente sind gerade aktuell sehr, sehr stark in ihren Impulsen. Also wir erleben sehr viel. Und ich möchte einen Hinweis auf gar keinen Fall versäumen, weil er so wichtig ist. Das hat auch sehr viel mit unseren alten Ahnen und Kräften zu tun, die wirklich seit Jahrtausenden blockiert sind. Das ist ganz wichtig. Das ist mir ein unheimliches Bedürfnis. Also auch übrigens interessant, wenn ich unheimlich sage, ja? Unheimlich. Nicht heimlich. Nicht heimlich. Ich meine aber an dieser Stelle den Hinweis eher dahingehend, dass wir hier die Polarität der Sprache erkennen können. Ja. Okay. Ja, das ist sowohl das eine als auch das andere meint. Ja. Ich habe dich schrecklich gern. Ja. Das ist etwas, was wir hier auch sehen. Diese Kräfte, die jetzt in beiden Polaritäten so stark an Dynamik gewinnen. Und diese Ahnen, die hinter dir stehen. Wenn sie hinter dir stehen. Sie stehen immer irgendwo hinter dir, wenn du das ausräumst, was dort an künstlichen Strukturen es zu verhindern scheint. In Wahrheit ist es auch nur ein Ausdruck, etwas, was eigentlich ganz schnell gehen kann. Ja? Also wir wissen ja, es gibt ja das Familienstellen, wo man dann sagt, wo steht der Vater? Und der guckt dann vielleicht da aus dem Fenster raus, die Mutter ist da. Und wenn ich das jetzt ordne im Familienstellen, dann stellen die sich jetzt hinter mich und stärken mir sozusagen den Rücken. Und im Grunde, wir haben alle, die stehen eigentlich hinter uns und wollen hinter uns stehen, aber wenn dann nicht aufgelöste Sachen sind, dann stehen die dazwischen. Sie stehen im, also wenn du das so, du hast es ja wunderbar beschrieben beim Familienaufstellen, diese unterschiedlichen Beziehungsstrukturen. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte für den, der noch nie davon gehört hat, derjenige, der als Stellvertreter jetzt für den Vater, für den Bruder, für wen auch immer im Raum steht, und das sollte immer ein Fremder sein, der spürt auf einmal energetische Zustände und sagt, oh, ich merke da eine Wut. Oder dann brechen Leute in Tränen aus. Ja, ja, ganz enorm. Und einfach, weil hier ein, und das ist mir wichtig, ein energetisches Muster aufgestellt wird. Ja. Und ein Muster ist immer eine künstliche Struktur, eine temporäre Struktur. Ja. Und diese Struktur eines Musters, die wir haben im Moment, gerade wir in Deutschland oder auch diejenigen in Österreich, in unserem Kulturkreis, damit meine ich ganz ausdrücklich nicht bezugnehmend auf das Dritte Reich, was man sehr leicht, wenn man über Strukturen spricht, sofort im Hinterkopf hat, sondern viel ältere Strukturen. Ja. Viel, viel ältere Strukturen sind von großer Bedeutung, dass sie in Ordnung kommen bzw. gelöst werden. Ja. Im Übrigen ein Thema bei mir im Februar beim Zusammensein. Also ich habe ein Treffen in Bad Meinberg und da nimmt es einen ganz großen Raum ein, weil es uns enorm in Verbindung bringt mit alten Kräften. Und das hat etwas sehr, sehr stark zu tun mit diesen momentan aktuellen energetischen Bewegungen. Die alten Themen klopfen nicht nur an, sondern sie wiederholen sich an vielen Stellen. Und sie wollen im Grunde genommen auch energetisch von uns angenommen werden und erwarten eine Antwort. Und das meint Verantwortung. Ja. Das ist eine echte Verantwortung. Und die geben wir durch unser
sein und im besten Fall, indem wir authentisch sind, indem wir unsere wahre Antwort ausdrücken. Und die kann Angst sein, die kann Wut sein, die kann Stärke sein, die kann was auch immer sein, aber sie muss erst einmal authentisch sein, damit wir sie selber gewahr werden, annehmen und dann kann sie sich verändern. Und wir sind aber sehr stark abgeschnitten. Man sagt uns immer, ach, die Eltern, furchtbar Nazis und was weiß ich. Und die jungen Leute sagen, ach, da befasse ich mich gar nicht mit. Ich kenne das auch von früher, dass das einfach, ach, wenn der Vater erzählt oder der Opa und die vom Krieg und so, na, interessiert mich nicht. Also wir sind da wirklich auch bewusst abgeschnitten. Ja. Und heute sage ich, wieso soll ich mich nicht interessieren? Das sind ja, die haben ja auch Sachen erlebt und das ist Teil der Sachen, die hinter mir stehen, die mir, ja, die dazu führen, was ich bin. Und das heißt, es anzugucken ist ganz wichtig und bewusst, ja, machen. Und die auch ein grundenergetisches Muster in dir weitergeben. Mhm. Und da siehst du das auch an der körperlichen Ähnlichkeit? Wir haben ja heute die Vorstellung, dass diese Dinge keinerlei Bewandtnis haben, ja, aber sie sind eben Ausdruck eines bestimmten Themas. Mhm. Das sage ich vollkommen wertfrei. Ja. Also ein Thema kann komplett wertfrei betrachtet werden, weil es eben nichts anderes ist als ein Thema. Und dieses Thema ist immer nur ein temporäres, ein zeitlich begrenztes Thema. Und das Thema des Vaters kann dann ein Thema auf einmal des Sohnes sein. Mhm. Und ich habe das jetzt selber letztens gesehen, indem ich in meinem Umfeld mit jemandem auf eine Facebook-Seite geguckt habe gemeinsam und habe dann den Bruder von ihm gesehen und der sah wirklich aus wie der Vater, aber so unglaublich ähnlich. Und da ist es doch gar nicht verwunderlich, wenn auch bestimmte thematische Herausforderungen eben auch ausgedrückt durch die äußerliche Form, nunmehr vielleicht das 150. Mal anklopfen. Und wir haben jetzt die energetische Voraussetzung, die energetische Unterstützung, diese Themen zu lösen. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste dabei ist, dass du dich freimachst von der Vorstellung, du müsstest sie lösen, indem du sie aufdröselst. Ja. Und sagst, ja, und das ist ja ein Familienthema seit 20 Jahren, dass wir immer dieses Thema, mhm, haben. Und schön, wenn du es erkennst, aber du musst es nicht aufdröseln, denn es ist nicht von Bestand. Aber angucken, einfach nur angucken. Es ist nicht von Bestand für, mhm, dich, weil es mit dir in deiner wahren Wesenheit nichts zu tun hat. Es, mhm, hat nur Bestand in deiner Identifikationswahrnehmung. Mhm. Da ist es von Bedeutung. Und die ist wichtig, um dir das aufzuzeigen. Aber wenn es aufgezeigt ist, hat es sich erledigt. Und dann kann es auf einmal gehen. Das Ärgerliche daran ist, das kannst du nicht entscheiden, ja, sondern du kannst es nur im unpassendsten Augenblick. Ja, und du kannst auch nicht entscheiden, ich lasse es los, ja, sondern du kannst, und jetzt kommt mein Hinweis, aufhören, es festzuhalten. Mhm. Und das geht häufig am besten auf einer für den Kopf völlig unverständlichen Ebene, einer rituellen Ebene beispielsweise, einer Ebene, die für den Verstand vollkommen unmöglich ist, mhm, und auf einmal ist es weg. Und das ist das, was eben wichtig wird. Und das kann auch schon geschehen, indem du vielleicht mal auf den Friedhof gehst oder indem du alte Bilder heraussuchst, ja, ja, dich einfach beschäftigst, dich hineinfühlst, ja, vielleicht mal eine Kerze anmachst, wenn dir das liegt, an deine Ahnen denkst. Einfach überhaupt dieses Thema mal ansprichst. Und auf einmal wirst du merken, dass du vielleicht ein Buch geschenkt bekommst zu dem Thema. Mhm. Oder auf einmal ruft die alte Tante Annegret an und sagt, ich wollte dir was schenken von deinem Opa. Mhm. Das habe ich hier noch liegen. Ja. Also es kommen Dinge in die Synergie, die dann auf einmal, aha, energetisch mit dir in Resonanz gelangen. Und das ist enorm wichtig, weil wir brauchen auch die Kräfte unserer Ahnen mehr als wir glauben. Ich denke, wir werden am Schluss der Sendung ja nochmal darüber reden, wie gehen wir mit dem, über was wir jetzt reden werden, am besten um. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir auch am Ende vielleicht nochmal ein paar Hinweise haben, was, gerne, kann ich konkret machen. Aber lass uns jetzt, weil die Energien ja so heftig sind und, ja, die Menschen das auch wirklich spüren, und ich spüre es auch und haben es gespürt die letzten Tage und Wochen, was da heftig passiert ist. Wollen wir in die Meldungen gehen? Sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja schon die erste, aber womit, also, fängst du an? Ich würde gerne ruhig mit Köln anfangen, ja, weil Köln schon stellvertretend steht. Und das ist ja wie ein Synonym geworden. Wenn man von Köln spricht, weiß jeder, was gemeint ist. Mhm. Und dann spricht man auch gleichzeitig von anderen Vorgängen und man spricht von einer großen Veränderung in kurzer Zeit. Und dieses Thema ist so mächtig, dass man fast sagen könnte, man macht eine
eigenständige Sendung. Allerdings bin ich der Meinung, dass Köln sehr wohl auch in andere energetische Bewegungen im Kontext hineingehört. Und von gut, daher aber in der Tagesenergie passt es, kann man natürlich passt viel es. Zu sagen. Wir können ja. aber in der Tagesenergie dem Thema Köln aus meiner Sicht Raum in einem großen Raum geben. Denke ich auch. Ich habe sehr viele kleine Meldungen, die man einfach nur mal anlesen muss. Und da ist da schon eine Information vielleicht drin. Also ich habe versucht, eine gewisse Chronologie hier aufzubauen. Ja. Habe mich ein bisschen schwer getan, weil es so viel Verzweigungen gibt. Ja. Ja. Man könnte es eher, neudeutsch gesagt, als Mindmap darstellen, mit verschiedenen Ebenen. Aber wenn ich das hier so hintereinander weg organisiere, mal schauen, wie das gelingt. Meine erste Meldung ist die vom 4. Januar 2016 aus NTV. Köln reagiert auf sexuelle Übergriffe. Das war eine der ersten Meldungen. Na, ich habe was Interessantes, was noch vorher ist. Und da hat jemand einen Screenshot gemacht, weil das eine ganz andere Meldung war, von der Silvesternacht bei NTV. Okay. Also, wie du magst. Ich denke, vielleicht passt es gleich später. Noch besser, okay. Wenn du einen kurzen Moment wartest, weil ich vielleicht dir schon den Weg dahin vorbereite. Denn ich wollte das natürlich auch deswegen nähen, diese Meldung, weil sie sehr spät kommt. Ja. Also am 4.1. Sind immerhin schon 4 Tage vergangen, seitdem eben diese Geschehnisse und das, was man uns dann auch präsentiert hat, sich wohl ereignet haben. Ich sage das mal in aller Vorsicht. Auch das ist sehr interessant. Wir müssen uns wirklich vieles genau angucken. Mhm. Auf jeden Fall ist diese Meldung eine der ersten, eine etwas vorsichtige Meldung. Und deswegen habe ich sie als erste Meldung genommen. Aber genau wie du sagst, ist natürlich in der Zeit zwischen dem 1. und dem 4. schon viel passiert. Ja. Also wenn du magst. Interessant ist, dass NTV scheinbar gesagt hat, Silvesternacht in Köln, die Jagd auf Flüchtlinge ist widerlich. Ich zeige das, das findet man wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Also jemand hat das bei NTV den Screenshot gemacht. Die Jagd auf Flüchtlinge ist widerlich. Das ist also im Grunde eine ganz andere Aussage als das, was wir im Moment so sehen. Und eigentlich das, was wir auch erwarten. Von wann ist diese Meldung genau? Es steht leider kein Datum drauf, aber es war wohl direkt in der oder kurz nach der Silvesternacht, als diese Dinge eben noch nicht so... Die kam ja erst ein paar Tage später. Genau. Also das, was du hier gerade sagst, gilt für viele Meldungen, die im frühen Anfang des Jahres ohnehin noch eine ganz andere Prägung hatten. Hm. Tatsächlich mit diesem 4. begann dann auf einmal eine große Veränderung. Und diese Zeitspanne zwischen dem 1. und 4., die ist total wichtig aus meiner Sicht. Denn warum hat es diese gegeben und wofür spricht das? Also wir können ja auch ein bisschen die Indizien betrachten und selber unterschiedliche Sichtweisen einfach hier gemeinsam teilen, ohne den Anspruch zu haben, das sei nun tatsächlich Ausdruck der Wahrheit. Wir müssen einfach verstehen, dass wir, auch wenn es hier in Deutschland geschieht, in keiner Weise, selbst wenn du in Köln wohnst, es wirklich möglich ist, einen tatsächlichen Überblick über das Gesamtgeschehen zu bekommen, weil vieles im Hintergrund möglicherweise bereits gar nicht mehr aufzufinden ist. Auch dieser zeitliche Abstand zwischen dem 1. und 4. ist ein Abstand, in dem vieles nicht mehr zu finden ist, was in diesen 3 Tagen jeden Tag ein bisschen schwieriger geworden ist. Auch darauf möchte ich hinweisen. Ja, es ist ein weites Feld. Es gibt ja Leute, die sagen, im Grunde ist da gar nichts passiert. Das ist ein Medienhype. Die wollen jetzt, dass wir Angst haben vor Flüchtlingen. Die wollen also eine Konfrontation. Auch das wissen wir ja, dass es gewollt ist, dass die Menschen aufeinander losgehen. Also das unterschreibe ich. Aber ob das jetzt alles wirklich gar nicht stattgefunden hat oder was wirklich stattgefunden hat, das, wie du sagst, wir können es nicht wissen. Aber eine interessante Frage. Und ich finde es wichtig, dass jemand diese Frage stellen darf, ohne dass er sofort beschimpft wird. Denn es gibt ja Merkwürdigkeiten. Also es gibt zum Beispiel die Merkwürdigkeit, dass obwohl der Kölner Hauptbahnhof voll ist mit Kameras, so gut wie überhaupt keine Fotos bisher aufgetaucht sind. Jedenfalls kenne ich keine. Ja, ich vielleicht veröffentlicht man sie einfach nicht. Ja. Naja, das ist die Frage. Ja. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, den wir jetzt im Moment erkennen, und auch mit der Macht der entsprechenden Strukturen, die hinter den Medien stehen und die sehr wohl in der Lage waren, beispielsweise Kamerabilder zu zeigen von Menschen, die zu Tode getreten werden oder die vor die U-Bahn gestoßen werden, dass nun überhaupt keine Bilder auftauchen von Köln, außer die vom Vorplatz. Ja. Und eigentlich immer ein dasselbe Bild gezeigt wird, ist schon eigenartig. Mhm. Das
Aber nun sofort zu sagen, daraus ergibt sich, dass das nun so gar nicht stattgefunden hat, ist sicherlich auch ein bisschen zu schnell gesprungen. Aber tatsächlich gibt es viele Fragen und einige sollten wir ansprechen. Also das Erste, was ich gesehen habe, war, ich glaube, das war ein Türsteher, der wird jetzt gesagt, der ist Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Ivan oder irgendwas. Irgendwo habe ich eine Meldung dazu. Ich habe mir das angesehen und er hat also sich vor die Kamera gesetzt und hat beschrieben, was er erlebt hat. Nun kann man sagen, als Schauspieler ist das vielleicht nicht glaubwürdig. Für mich schien es aber so, als wenn er eben nicht, er ist jetzt kein bekannter Schauspieler. Es gibt Ich würde aber gerne nochmal, bevor du das, weil wir haben ja noch eine ganze Reihe von diesen Beispielen. Ich würde gerne noch, Joe, um so diese Chronologie aufzubauen, nochmal ein gutes Stück zurückspringen, weil es noch etwas gibt. Wir haben hier die Medien, die nicht reagiert haben und wir haben die Politik. Ja. Die müssen wir uns, glaube ich, auch noch schnell ansehen, weil dann sehen wir auch etwas, was später fürs Verständnis gebraucht wird. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Politik hier im Lande, wenn man das so nennen mag, selber überrascht worden ist. Ja. Und es gibt eine Aussage, die können wir, vielleicht ist das sinnvoll, kurz vorziehen. Und die habe ich hier mitgebracht. Interessanterweise heißt es hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, Justizminister Maas legt eine falsche Fährte. Ja. Das war geplant. Also, ein Justizminister sollte sich in der Öffentlichkeit grundsätzlich zurückhalten. Doch Heiko Maas tut das Gegenteil und schadet in der Frage der Massengewalt von Silvester der Justiz und den Strafverfolgungsbehörden. Die These, dass sich die Gewalttäter abgesprochen haben, soll die Bürger in Sicherheit wiegen. Doch die These ist falsch und gefährlich. Also hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die ich ja gerne zitiere, weil sie häufig außerhalb des Mainstreams sind, legen sich hier enorm fest, für mich steht felsenfest, dass es geplant war. Ja, ich habe eine Sendung dazu gemacht, auch ganz klar. Ohne Wenn und ohne Aber, felsenfest. Eine konzertierte Aktion eben in mehreren Städten. Ganz klar. Ja. Und dazu ist es im Übrigen schon sogar vollkommen unerheblich, ob es überhaupt eine solche Aktion, wie man sie uns heute präsentiert, in dieser Form gegeben hat oder ob man nur behauptet, dass es sie gegeben hat. Das Ergebnis sollte jedenfalls sein, dass innerhalb von Stunden nicht nur eine solche Aktion für ein Umdenken genutzt werden kann, sondern auch, indem man durchaus die hiesige Politik düpiert hat. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass tatsächlich die Kasper, die hier nach außen hin als Politiker die Fäden zu ziehen scheinen, nicht in diesem Maße informiert waren über das, was geplant war. Und wenn ich von geplant war spreche, dann meine ich nicht, dass die Jugendlichen das geplant haben. Naja, klar, das sind Kräfte dahinter. Diese Meldung möchte ich deswegen gerne noch mal ein bisschen differenzierter betrachten. Also hier heißt es, doch Heiko Maas tut das Gegenteil und schadet in der Frage der Massengewalt von Silvester der Justiz und den Strafverfolgungsbehörden. Warum das so ist, wird nicht erklärt. Die These, dass sich die Gewalttäter abgesprochen haben, soll die Bürger in Sicherheit wiegen. Das ist natürlich auch ein abstruser Satz. Warum? Ja. Es würde mich viel mehr beunruhigen, wenn sich Straftäter so effektiv absprechen. Ja. Also wenn Straftäter in der Lage sind zu sagen, jetzt gehen wir mal mit 5000 Menschen, die all vorhaben, Unruhe zu stiften, in ein großes Einkaufszentrum, beunruhigt mich das viel mehr, als wenn das eben irgendwo so heraus... So ein Flashmob, so aus der Laune, Das ist also zunächst einmal nicht nur widersprüchlich, sondern schlicht falsch. Und das nächste, was hier steht, ist eben eine Annahme, die er ja gar nicht macht, dass die Gewalttäter sich abgesprochen haben, sondern es steht eine Absprache dahinter. Ja. Wer diese Absprache getroffen hat, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Genau. Wir wissen nur, dass diejenigen, die jetzt hier ins Land kommen, zu einem sehr, sehr großen Anteil versorgt werden mit Handys, die nicht geortet werden können und nicht registriert sind und die über Strukturen wie Soros aus den USA finanziert werden, unter anderem auch von anderen Kräften. Ja. Und das Thema hatten wir hier schon. Und von daher, also wenn es eine solche Absprache gab, dann sicherlich nicht unter Flüchtlingen, die sich irgendwo im Flüchtlingsheim eben kennengelernt haben und sich mal eine
SMS schicken. Ich denke, das ist eine große Aktion und allein sowas zu organisieren in verschiedenen Städten und in verschiedenen Ländern. Ich habe hier eine Meldung, finnische Polizei verhindert Kölner Aktion in Helsinki. Also die haben vorher das scheinbar geahnt oder Informationen gehabt und konnten es verhindern. Aber es gibt eben das zu organisieren in verschiedenen Ländern, das ist schwierig. Ich denke, da gehören schon Kapazitäten oder Strukturen zu. Es gehört Geld dazu in allererster Linie. Ja. Und ich möchte auch durchaus hier nicht so unkonkret bleiben, sondern schon auch ein bisschen mehr Mut machen. Du hast ja den Soros angesprochen. Ja, ich habe Soros angesprochen. Er ist natürlich auch jemand, der ein Aspekt ist von diesen gesamten Strukturen. Und wir haben schon über den Krieg zwischen bestimmten Strukturen gesprochen, den wir hier sehen können. Und der hat verschiedene Ebenen. Und in einer der Scheinebenen sind es die sogenannten europäischen Staaten und die Vereinigten Staaten, die da eine Rolle zu spielen scheinen und auf einer bestimmten Ebene auch tun. Mhm. Die Kräfte dahinter freilich sieht man nicht mehr so deutlich. Und die dahinter wiederum sind nahezu unsichtbar. Aber auf der äußeren Ebene können wir ganz klar sehen, dass diese Strukturen und die Flut von Menschen, die mit falschen Versprechungen dazu gebracht werden, ihre Heimat zu verlassen und sich aufzumachen in einen ihnen völlig unbekannten Kulturkreis, dass das tatsächlich sehr, sehr stark gesteuert wird aus den USA, aus England. Es gibt ja Handbücher für Flüchtlinge, die gefunden wurden, wo also genau drin steht, was man, wenn man in Deutschland ist, zum Beispiel machen muss, um Sozialhilfe oder Asyl zu beantragen oder Sozialhilfe und was weiß ich, was man alles bekommt. Also ein ganzes Handbuch und das kommt, glaube ich, aus von Soros oder das konnte zurückgeführt werden? Das konnte zurückgeführt werden auf eine Nichtregierungsorganisation, de facto einen Verein. Es gibt einige solcher Vereine, die solche Strukturen schaffen. Und wenn wir uns dann gleichzeitig ansehen, dass die USA eben eine ganz andere Politik verfolgt und alle Grenzen wirklich noch viel strikter als bisher kontrolliert, dann sehen wir, dass man selber diese ganzen segensreichen Bewegungen nicht im Land haben möchte. Aber vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Kräfte, weil es gibt ja andere, die lassen offenbar trotzdem auch die Mexikaner irgendwie rein. Und naja, es gibt wahrscheinlich da auch unterschiedliche. Alles ist Geschäft. Ja. Und auch an dem illegalen Mexikaner, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, wird Geld verdient, ein Pfandrecht, Alien. Genau. Alien. Ja. Ja. Und diese Struktur haben wir übrigens hier genauso. Also an jedem Flüchtling wird oder durch jeden Flüchtling wird auch wiederum über ein perfides System neues Schuldgeld. Und man könnte sagen, so ist nicht ganz korrekt, aber jedenfalls geschaffen, ist es nicht ganz richtig. Aber es ist vom Prinzip her jedenfalls auch wieder etwas, das das System beleben kann. Aber zu einem hohen Preis. Und dieser hohe Preis soll nun von Menschen bezahlt werden, die dem nie zustimmen würden, wenn sie ein Stückchen mehr davon wüssten. Aber jetzt gibt es eine große Veränderung seit Silvester. Und auch eine Veränderung in den Medien, eine Veränderung in der Wahrnehmung und auch eine Veränderung in der Ideologie. Ja. Und diese Ideologie wurde wirklich pünktlich zum Jahreswechsel neu beschlossen und in Bewegung gesetzt und hat die hiesigen Strukturen vollkommen überrascht. Wäre das nicht so? Also vielleicht sollten wir zwei Dinge betrachten. Zum einen diese unglaubliche Veränderung. Die Bild-Zeitung, die jetzt auf einmal Listen herausgibt von Straftätern, von ausländischen Straftätern, die empört tut. Vor 10 Tagen noch undenkbar gewesen. Die empört tut, dass ja entsprechende Hinweise auf die Herkunft der Täter verschleiert worden sei, selber aber in der gemeinsam verabschiedeten freiwilligen Struktur der Presse genau das gefordert hat, noch vor 10 Tagen, noch vor wenigen Tagen. Ja. Das ist an Verlogenheit kaum zu überbieten. Mhm. Und dieses schnelle Drehen des Fähnchens im Winde wird natürlich von jedem gesehen. Also derjenige, der sich jetzt mit dieser Geschwindigkeit dreht, der wird natürlich immer unglaubwürdig. Mhm. Und deswegen merken wir, dass an manchen Stellen es auch dem einen oder anderen schwerfällt. Und wenn dann ein Herr Augstein die Dinge so bagatellisiert, wie er es gerade wieder getan hat im Spiegel, dann
gerät er in Gefahr, von dieser neuen Strömung hinweggerissen zu werden. Und trotzdem ist es ihm bewusst, da bin ich sicher, so schnell kann man sich nun nicht drehen, ohne auch unglaubwürdig zu werden bei denen, die man als wichtige Basis braucht. Nur wir müssen uns klar machen, diese Basis ist winzig klein. Sie ist gar nichts. Ja. Die Basis der wirklich Linksvertreten ist winzig klein. Die Basis der Mitläufer ist viel, viel größer. Ja. Und die Basis derjenigen, die sagt, das interessiert mich alles nicht, ist riesig. Und von daher kann eine kleine Gruppe so tun, als hätte sie eine unheimliche Bedeutung. Die Deutungshoheit über die Rechten. Und aus einem dunklen, tiefen Keller, da tönt auch ein Dackel gefährlich möglicherweise. Ja. Aber es ist ein Sitzriese und wir müssen einfach deutlich und klar an dieser Stelle eben auch antworten geben und uns nicht mehr vorführen lassen und nicht von anderen geistigen Zwergen uns ideologische Maßgaben geben lassen. Das, was jetzt hier geschieht, ist kein Akt der Befreiung, sondern ein neuer Akt der neuerlichen Form der Umprogrammierung. Also du hast es auch gesagt, das Theater wird umgebaut, ja. Aber ich möchte es nochmal genauer untersuchen. Also ich habe den Eindruck, dass es eben nicht so geplant war, wir machen Silvester eben Randale und die Medien bauschen das auf, denn die Medien haben es ja erst nicht gebracht. Im Gegenteil, also ein Zeichen dafür, dass auch diese Kräfte, die ja scheinbar mit zum System gehören, überrascht sind von dem Umbau des Theaters. Da müssen wir vorsichtig sein. Oder wie? Also es gibt natürlich Leute, die bauen um. Und die wissen das auch. Die hören, da kommt der neue Schrank hin und an dieser Stelle kommt der Polizist hin und da der Wasserwerfer. Ja, ja. Und die haben aber ganz in Ruhe und ganz leise die Dinge in Position gebracht und haben ihren Helfershelfern, die auf der Bühne sich zurechtfinden müssen, einfach nichts gesagt. Und die haben 4 Tage lang gebraucht, bis sie sich mit der neuen Bühne zurechtgefunden haben. Der Herr Gaukler hat es immer noch nicht geschafft. Ja. Er weiß noch nicht, wie weit kann er sich jetzt verdrehen. Und er hat sich ja sehr, sehr, sehr konkret in einer unerträglichen Form gerade erst geäußert. Und jetzt auf einmal gibt's ein neues Drehbuch, es gibt eine neue Bühne. Auf einmal wird was anderes verlangt. Ja. Und das können wir sehen. Also nach meinem Verständnis hat man hier einige Kräfte in der unteren Charge überrascht. Die fühlen sich natürlich alle als Schäferhund und sind beleidigt und überrascht, aber sie haben nichts zu sagen. Entweder machen sie mit oder nicht. Und das geschieht. Und all diese Kräfte hier sind entsprechende Empfänger. Außerdem, mein lieber Joe, diese 3 Tage Nichtstun sind doch wunderbar geeignet, ihnen das nunmehr vorzuwerfen, um zu sagen, seht her, was ihr für Penner seid. Aber ich habe doch nur gemacht, was man mir 50 Jahre lang vorgeschrieben hat. Man wirft sich jetzt gegenseitig vor, genau. Aber jetzt gibt es neue Aufgaben. Lass uns mal die Rolle der Polizei betrachten, weil da gibt es natürlich eine Führungsebene, die nicht identisch ist mit dem einzelnen Polizisten, der jetzt da vor Ort ist oder eine nicht. Eine politische Ebene, das eine politische sagen, Ebene, ja. Genau, verschiedenen Ebenen, die sich jetzt gegenseitig im Grunde vorwerfen, dann wird der Polizeichef wird geschasst und dann kommt der Innenminister in Bredouille und so weiter. Also weil sich jetzt jeder natürlich den schwarzen Peter vorwirft. Aber ich möchte es nochmal betrachten, dass Leute gesagt haben, in diesem Gebiet, wo so viel passiert ist, war sehr wenig Polizei. Und wenn Mädchen oder Frauen sich an die Polizei gewendet haben und haben gesagt, ich werde berührt und betatscht, dann haben die teilweise am Telefon aufgelegt oder haben nichts reagiert und haben weggeguckt. Wie immer. Ich weiß eben, wie das. Ich bin sehr oft in Bremen zu Silvester und an der Silvalkreuzung. Da sind jedes Jahr, 20 Polizisten mit Helmen und richtig vermummt, weil man einfach da damit rechnet, dass da etwas passieren könnte und auch immer so eine Stimmung ist. Und nun ist hier in Köln an diesem Punkt, wo natürlich Hauptbahnhof und Kölner Dom zusammen ganz dicht zusammenstehen, wo immer silvestersicherlich irgendwas los ist, kaum Polizei. Entscheidet natürlich irgendjemand in der Polizeiführung und vielleicht wusste irgendjemand da und hat gesagt, wir machen da ganz wenig Polizei, damit das passieren kann. Das ist doch gar nicht nötig. Also das, was du sagst, sind natürlich ganz berechtigte Fragen. Aber ich möchte deutlich machen, dass das nichts Neues ist. Also hier werden an ganz vielen Stellen Merkwürdigkeiten immer wieder beobachtbar. Ich erinnere mich vielleicht, du auch, Joe, es war hier Thema bei der Tagesenergie, als im Alsterhaus in Hamburg
ein altes, edles Kaufhaus direkt am Jungfernstieg an der Außenalster. Als dort 100 Linke randaliert haben, haben die Sachen umgeschmissen, haben die Leute belästigt. Die Polizei hat die teilweise kurz festgehalten und bekam dann sofort die Aufforderung, alle freizulassen. Mhm. Und niemand wurden die Personal, bei niemand wurden die Personalien aufgenommen, gar nichts. Das ist doch nicht neu. Wir dürfen eines nicht vergessen. Diese Strukturen, und ich muss das hier in der Deutlichkeit sagen, weil sonst alle Ableitungen immer wieder falsch sind, das ist gewollt. Ja. Wir haben ideologisches System. Das Wichtigste in unseren Strukturen sind die gemeinsamen ideologischen Werte, und die werden durchgesetzt durch Richter, werden durchgesetzt durch entsprechende Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte, die in einem bestimmten Rahmen innerhalb des Systems das System am Leben halten. Und an den wichtigen Stellen, an denen der Polizeipräsident sitzt oder jemand, der ein bisschen mehr Macht hat, werden diese Ämter stets politisch besetzt, seit Jahrhunderten. Oder mit Logenmitgliedern eben auch, das muss man auch sagen. Politisch im Sinne von gemeinsamer ideologischer Struktur. Ja. Und das ist etwas, was auch alle Möglichkeiten eröffnet, eben zu sagen, Achtung, da machen wir irgendwas, da sind wir heute weniger präsent. Aber ich wollte gerne, Joe, als Antwort noch das hier vorlesen. Vorgaben von oben, so heißt es im Fokus, also eine Mainstream-Zeitung. Und darüber hätte sie nicht nur nicht geschrieben, sondern vor 4 Wochen hätte man es abgestritten, obwohl man es natürlich wusste. Vorgaben von oben, Fragezeichen, Bundespolizist, wir dürfen Flüchtlinge nicht mal festhalten. Die Vorfälle von Köln haben einen sehr delikaten Nebeneffekt. Nach der Silvesternacht kam der Verdacht auf, dass die Polizei die Taten und die Herkunft der Täter verschleiert. Das ist ein Hohn. Der Fokus, er soll sich schämen für das, was er schreibt, weil er das seit Bestehen tut. Ja. Seit es dieses widerliche Blatt gibt, es so. Alle Blätter. Ja. Alle Blätter, selbstverständlich. Und die schreiben ja auch, wir haben es hier, ich habe es hier schon mitgebracht, in ihrer gemeinsamen Ordnung, in denen sich die Medien eben verpflichten und sagen, wir sprechen darüber nicht. Ja. Übrigens hat die Taz, Polizei eben auch, ne? Übrigens hat die Taz am 4. Januar noch geschrieben, jetzt werden die Herkunftsländer der Täter veröffentlicht. Was soll das? Das hat die Taz geschrieben. Ja. Man hat es noch nicht mitbekommen. Achtung, umschwenken, Genossen. Ja. Und dann wird willfährig umgeschwenkt. Ihr seht, es sind vollkommen charakterlose, rückgratlose Medienhuren. So ist und das muss uns klar sein. Lügenpresse ist an dieser Stelle viel zu harmlos, denn es sind nicht nur Lügen, sondern es sind böswillige Manipulationen, die wir hier betrachten können. Und ich möchte noch einmal dazu auffordern, Abos wirklich abbestellen, diesen fürchterlichen Dreck nicht mehr kaufen. Es ist ganz, ganz wichtig und es funktioniert. Es wird immer weniger gekauft. Und das, was uns jetzt hier als Pseudo-Wahrheit verkauft wird, führt bei dem einen oder anderen dazu, zu sagen, endlich, die Medien haben es verstanden. Er hat nichts verstanden von dem, was geschieht. Und wenn diese Veränderung jetzt geschieht, geschieht sie nicht ohne Absicht und sie geschieht nicht in gutwilliger Motivation, jetzt die Dinge gerade zu rücken, sondern in böswilliger Weise. Ja. Und das muss uns einfach klar werden. Und dafür gibt es viele Hinweise. Ja. Also hier nicht naiv zu sein. Also noch einmal, hier schreibt es eben Fokus. Ein Skandal, also hier ein Bundespolizist aus Bayern sagt, dass er zu einem speziellen Verhalten gegenüber Flüchtlingen angehalten ist. Ein einzelner Polizist aus Bayern. Es ist ein allgemeines Wissen. Gibt's, ja. Und diese Information haben wir hier schon immer wieder geteilt. Ja. Über Jahre hinweg ist das bekannt. Wurde dann immer als rechte Verschwörungstheorie natürlich gebrannt. Jetzt steht es hier überall und jetzt sind alle ganz betroffen. Aber wir sehen, es ist eine fundamentale Veränderung, die hier innerhalb von Stunden auf einmal eine völlig andere Verhaltensweise präsentiert. Und da können viele nicht mit umgehen. Ich wollte noch mal auf diesen Türsteher zu sprechen, auf Ivan Jurcevic. Der ist jetzt entlassen worden von dem Hotel, wo er Türsteher ist, weil er fremdenfeindlich ist. Das nur jetzt als kleine Anekdote noch am Rande. Aber der hat eben in dem Video beschrieben, dass eben auch Polizisten schon Täter in Handschellen hatten und die aber nachher wieder laufen lassen mussten. Sicher, natürlich. Also zu sagen, wir wissen gar nicht, wer das ist und wir können, wie sollen wir die jetzt feststellen, wie sollen wir die finden, es ist völliger Schwachsinn. Man hat sie doch mit viel Aufwand hierher gebracht. Ja, naja, klar, natürlich. Will man sie doch aber jetzt die, wir sehen jetzt eben diesen Zwiespalt und diese Verlogenheit und das ist es einfach gibt keine Meldepflicht. Ja.
Es gibt, wie wir gehört haben, sogar die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen, dass Flüchtlinge anonyme Konten bekommen. Ja. Dinge, die für den Deutschen absolut unmöglich sind. Ja. Und unter der Überschrift, dass es lässt sich mit einer Basis an Sicherheit überhaupt nicht vereinbaren, wird es hier möglich. Hier geschieht es in voller Absicht. Also wer das nicht begreift, und die Polizei ist hier selbstverständlich ein wichtiger Teil dieser gesamten Struktur. Natürlich wird es aber für die Polizisten jetzt eine große Herausforderung, diesen Spagat, den man von ihnen abverlangt. Ich glaube, das war schon immer ein Spagat. Also ich denke, als Polizist, der jetzt mit einem Ausländer zu tun hat, der sehr aggressiv ist, und da gibt's Videos von, wo man sich wirklich fragt, was haben die für ein Verständnis der Polizei, nicht den geringsten Respekt, wo man denkt, jetzt müsste der Polizist vielleicht mal und ich weiß es nicht. Aber wenn er das machen würde, er würde ja zerfleischt in der Öffentlichkeit. Das heißt, die Polizisten haben alle Angst jetzt bisher gehabt, und das wahrscheinlich ist das dieses Spannungsfeld, Angst, etwas zu unternehmen gegen einen Ausländer, weil sie sofort als rassistische Nazi-Polizisten... Weil sie mit entsprechenden Problemen zu rechnen haben. Ja, genau. Diese Nazi-Geschichte ist nach meinem Verständnis dafür nur das Vorangeschobene, Vorangestellte, unter dem man sich auch wunderbar wegducken kann. Ja. Tatsächlich heißt es, dann kriegst du Ärger. Ja. Und den Ärger will ich nicht, also lasse ich mir es im schlimmsten Fall gefallen. Und das ist auch Ausdruck der eigenen Wertachtung. Überhaupt gar keine Frage. Du kannst eine ganz andere Polizei sehen, wenn sie gegen Hell Angels vorgeht. Oder wo gegen dann einzelne, Demo wo dann, Pegida. Wo dann einzelne Biker von 10 Leuten zusammengeschlagen werden. Ja. Das ist das, was wir sehen können. Eine unvorstellbare Verlogenheit. Und Joe, warum soll es hier anders sein als in der Politik? Nach unten wird getreten, nach oben gebuckelt. Ja. Wir haben wirklich eine solch unvorstellbar, wie soll man sagen, deutliche Präsentation von Strukturen hier, die wir sehen können, und dies kann uns nicht gefallen. Ja. Und hier merken wir jetzt in diesen Vorkommnissen sehr deutlich, dass eben diese ganzen Strukturen, die sich für Schäfer unterhalten, überhaupt nicht zu bestimmen haben, sondern es wird an anderer Stelle, und das sagt man nicht einfach, nicht einmal, irgendetwas bestimmt, und 3 Tage später heißt dann, ja, jetzt habt ihr damit zu tun, und zwar müsst ihr auch aufräumen und erklären, warum ihr die ganzen Jahre das gemacht habt, was wir euch gesagt haben. Also im Grunde konnte man ja das alles kommen sehen, sozusagen, dass wir sagen, wir lassen alle rein, und jeder, der da kritisch war, der wurde eben in die rechte Ecke gesteckt. Das hat ja ideologisch immer wunderbar funktioniert, aber jetzt zu sagen, wir sind völlig überrascht von dieser Situation, ist natürlich lächerlich. Ich habe einen interessanten Kommentar gefunden von einem, der sich militärisch auskennt. Ich habe jetzt keinen Namen, aber ich finde es interessant. Ich bin gedienter Infanteriezugführer 30 Jahre her, und ich erkenne einen Soldaten aus 2 Kilometer Entfernung. Als im September die ersten Kulleraugen-Kinderbilder vom Balkan mit 1000 Männern im Hintergrund um die Welt gingen, habe ich sofort gesagt, dass das überhaupt nichts mit Flucht zu tun hat, sondern eine Armee in Zivilklamotten ist. Die Waffen notdürftig in den umgehängten Sporttaschen getarnt. Jeden Tag eine komplette Infanteriedivision. Ich denke, die Silvesternacht war ein Testlauf, ein Manöver sozusagen, prüfen, ob die Logistik funktioniert, ob man in über 20 europäischen Staaten gleichzeitig solche Angriffe hinkriegt und so weiter. Und er meint, das war nur eine Probe. Also ich will auch niemanden beunruhigen, aber ich denke, wir müssen da auch klar hinsehen, dass da wirklich etwas ins Land gelassen wurde, mit Absicht, was noch sehr... Nicht ins Land gelassen wurde, sondern ins Land geholt hat. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Das ins Land lassen, ich erinnere mich an Joschka Fischer, der damals als Außenminister Kritik bekam von Seiten des Grenzschutzes und den damit zusammenarbeitenden Behörden. Und er hat ganz klar gesagt, wir lassen einfach diese Leute rein, von denen ich das will. Ja. Und das war eine große Gruppe von Menschen, die eben nach den geltenden BRD-Gesetzen oder wie man das auch immer nennen mag, nach den Strukturen, nach den Vorgaben niemals hätten ins Land gelassen werden sollen. Und das ist nicht nur mit Absicht geschehen, sondern man hat es geradezu als Anweisung durchgesetzt. Und jetzt haben wir natürlich die Steigerung, in dem wirklich schon seit Monaten geworben wird dafür, dass eben jeder hierher kommen mag. Ich habe schon gesagt, Deutschland ist das dicht besiedelste Land in Europa. Mhm. Und das, was wir hier erleben, ist natürlich
natürlich auch unverantwortlich, denn Deutschland ist nicht in der Lage, überhaupt so viele Menschen zu ernähren. Auch das muss uns klar sein. Ja. Das hat ganz viele Aspekte, aber es wird nicht verstanden, wenn wir nicht begreifen, dass wir ein besetztes Land sind. Und wer entscheidet über dieses besetzte Land? Die Besatzer. Ja. Und wer löst diese Dinge aus? Und wer setzt sie durch vor Ort? Und das ist das, was wir sehen können und nichts anderes. Von daher keine Überraschung. Meine Überraschung war der Zeitpunkt zu diesem Moment, denn eines ist natürlich auch ganz klar, wenn bestimmte Realitäten verdeckt werden durch Vorgaben, durch Einschüchterung, durch all diese Dinge, die jetzt nach oben kommen, dann ist das natürlich immer nur eine Zeit lang möglich. In dem Moment, wo die Milch wirklich dann nach oben überkocht und auf den Herd läuft und alles mit Rauch eingenebelt wird, lässt es sich nicht mehr verdecken. Aber dieser Moment ist aus meiner Sicht noch nicht gekommen. Das heißt, man hat hier zu einem früheren Zeitpunkt merkwürdigerweise sehr stark und sehr schnell diesen Schwenk vollführt. Für mich ist die Erklärung dafür, dass es pressiert, wie wir es vorhin gesagt haben. Wir haben nicht mehr die Zeit, noch länger zu warten. Ja. Wir sind noch nicht optimal vorbereitet, aber es muss eben gehen. Und das wird im Moment an vielen Stellen für mich sehr, sehr deutlich sichtbar. Und es wird ganz klar zur Beschädigung der bisherigen Vertretung der Alliierten kommen. Frau Merkel, Herr Gauck sind nicht nur beschädigt, sondern sie sind untragbar. Mhm. Und ihr Rücktritt wird international ja bereits gefordert. Mhm. Erinnere mich an Rücktritte von Politikern wegen Kleinigkeiten in der Relation. Ja. Und hier geschieht etwas, das nicht nur strafrechtlich, sondern auf allen Ebenen als Hochverrat nicht mehr zu toppen ist. Ja. Und dennoch kommt diese Forderung bisher noch sehr leise daher, aber sie kommt. Und sie kommt auf allen Ebenen. Und ich erinnere mich an den Zusammenbruch der sogenannten DDR. Und das ging dann irgendwann sehr schnell. Ja, das und das hat auch nicht die DDR entschieden. Hier hat ein Richter entschieden, dass Angela Merkels radikale Grenzöffnung ist offenbar ein historischer Rechtsbruch. Da gibt es ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Udo Di Fabio, der im Grunde das politische Berlin erschüttert, wird hier gesagt bei NTV. Also es ist eben alles gegen eine die Verfassung. Farce natürlich. Es gibt keine Verfassung. Und, also wir wissen, das ist natürlich alles ein Riesentheater. Aber im Theater... Ja. Nochmal, im Theater selber wird hier auch ein Stück gespielt und im Stück findet ein Stück statt. Das ist wie so eine, wie heißen die Patroschka-Puppen? Ja, diese, oder, du weißt, was ich meine, diese russischen Puppen, die auf jeden Fall hier sehr schön als Sinnbild verstanden werden können. Und auf dieser BRD-Idiotenebene ist auch nichts mehr in Ordnung. Das heißt also, wir müssen nicht in die Ebene dahinter gehen und sagen, das ist ja sowieso alles eine Farce, sondern selbst wenn wir auf die Illusionsebene derer gehen, die bisher wirklich, obwohl es rundherum kracht, immer noch gesagt haben, ich höre nichts, selbst auf dieser Ebene wird es untragbar. Und das ist Absicht. Wir erleben etwas und vielleicht, Joe, lass mich noch mal einen Hinweis geben, weil es sonst vielleicht verloren geht. Die Attentate von Paris... haben einen sehr starken Bezug gehabt zur Französischen Revolution. Ja. Die Französische Revolution hat eine bis dahin bestehende Machtstruktur völlig verändert. Ja. Man hat den Adligen, die bisher das Recht hatten, die Köpfe abgeschlagen. Im Moment haben wir eine mächtige politische Struktur, so macht man uns glauben. So macht man uns glauben. Übrigens genauso hatte man uns damals Glauben gemacht. Die Adligen hätten das Recht. Ja. Die Adligen haben es bekommen durch die Kirche in der Regel. Und das ist das, was wir hier auch begreifen müssen. Auch das, was wir jetzt sehen, ist möglicherweise eine Vorbereitung auf eine Veränderung der Machtstrukturen, damit man uns etwas Neues präsentiert, um uns noch zu beruhigen. Und wir weiterhin freiwillig in den Käfig gehen, in der wunderbar aufgebaut worden ist über Jahrtausende hinweg. Und scheint so, als müsste man uns ganz eilig hineintreiben. Und möglicherweise wird es sogar notwendig, uns noch zu beruhigen mit einer Veränderung, die viele dann als die Veränderung willkommen heißen, von der sie glauben, sie läutet eine echte Freiheit ein. Das könnte passieren.
Und es ist alles durcheinander. Es gibt Desinformation. Es gibt angeblich eine Verschwiegenheitsvereinbarung, die Opfer unterschreiben müssten. Ich habe das auch in meiner Sendung, die ich dazu gemacht habe, erwähnt. Aber es gibt ein Fake. Also wir sehen, dass da auch schon wieder mit Desinformationen gearbeitet wird. Ich zeige das mal. Verschwiegenheitsvereinbarung. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ranzoomen, Peter, weil es ganz deutlich drinsteht, dass es ein Fake ist. Denn wenn man die ersten Buchstaben hier jeweils liest, dann ist es F für die, dann allen mit groß geschrieben, ist ja allen, wird normalerweise klein geschrieben, dann Köln und dann Erfüllungsstandort. Also Fake steht quasi in den ersten Buchstaben des Absatzes sogar drin. Und Fake drin. Heißt, du solltest Fake, es nochmal sagen. Fake ist Fälschung. Oder Fälschung, okay. Ja. Und auch diese Klinikfirmierung ist eine ganz andere und dieser vertretungsberechtigter Geschäftsführung, den soll es auch nicht geben. Also es wird eben das eine als das andere geliefert. Das heißt, man ist total verwirrt. Man wird natürlich jetzt noch hin und her gerissen mit unterschiedlichen Informationen und Desinformationen. Es sind ja auch, ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen, eine ganze Reihe von Menschen über Jahrzehnte wirklich missbraucht worden, die wir, und da sind wir beim Unwort des Jahres 2015, Gutmensch, ja. die wir an ganz vielen Stellen auch kritisieren durch ihre Unfähigkeit zu erkennen, was wirklich geschieht. Ihre Gutgläubigkeit und auch ihr Festhalten an bestimmten Strukturen und ihre fehlende Bereitschaft, einfach mal aus einer anderen Perspektive heranzugehen. Aber diejenigen kriegen im Moment auch große Herausforderungen. Mhm. Und von daher ist das, was wir jetzt sehen, eben nicht nur ein Konstrukt, das auf dieser Ebene bestimmte politische Voraussetzungen schafft, sondern es verändert auch unsere eigene Wahrnehmung. Du hast es eben gesagt, das ist viel Verwirrung. Mhm. Und Verwirrung kann etwas sehr Segensreiches sein, wenn sie aus dem eigenen Verständnis der Verwirrung heraus erkannt wird. Ich weiß gar nichts mehr. Super. Dann betrachte bitte auch die Meldung, die du liest, genau mit dieser Perspektive. Nimm sie als etwas hin, als einen Impuls, aber versuche nicht sofort, sie in die Schublade richtig oder falsch einzusortieren, sondern guck mal, könnte da was dran sein? Ja. Oder worauf zeigt das hin? Und auf einmal wirst du souveräner und in die Lage versetzt, auch das, was zu beobachten ist, aus einem tieferen Verständnis heraus zu beurteilen und nicht nur aus einem rein intellektuellen Verstehen. Ich denke, wir sollten auch mal auf das gucken, was da passiert ist. Wir haben ja über Kulturen auch geredet, dass ja im Grunde Kulturen aufeinander prallen. Ja, sehr und wichtig. Das natürlich auch immer dann unterdrückt wurde, weil man natürlich die Ideologie hatte, alle Menschen sind gleich, egal. Total was natürlich Thema. Nicht stimmt. Ja. Und es gibt, also wenn man jetzt sagt, das ist das völlig überraschend passiert, dass da jetzt auf einmal fremde Frauen umringen und die dann begrapschen. Da gibt es einen Begriff für im Arabischen, Taharush Gamea. Also es gibt einen Begriff dafür, weil es eben nicht neu ist, sondern weil das eine bestimmte kulturelle oder wie immer man das sagen will. Ich glaube auch nicht, dass es was mit Islam zu tun hat oder einer bestimmten Religion, sondern dass es einfach eine kulturelle Eigenheit sein mag, dass man eben Frauen, das ist auf dem Tahrirplatz eben schon passiert beim arabischen Frühling, dass eben einer US-Reporter, die wurde dort vergewaltigt, umringt von mehreren Männern während dieser Befreiungsaktion auf dem Tahrirplatz. Das gibt es in Indien im Übrigen auch. Ja. Das, was du jetzt gerade sagst, hat eine enorme Bedeutung. Zum einen, weil das, was wir hier eben sehen, und ich habe gerade vor einer Woche oder vor weniger als einer Woche einen Podcast dazu gemacht, am Wochenende, einen Mitgliederpodcast, und habe darüber gesprochen, die Kultur ist es, die hier nicht nur angegriffen wird, sondern die vernichtet werden muss, um die Voraussetzungen für eine neue Form von Kultur zu schaffen. Wenn du dir betrachtest, Joe, dass beispielsweise, du hast eben von Ägypten gesprochen, von dem arabischen Frühling, dass in diesem Zusammenhang eben auch in Kairo sehr, sehr viel zerstört worden ist, gerade in den Museen, dann sind es immer die Spuren, die uns zu unserer eigenen alten Kultur zurückführen können. Mhm. Und das will man nicht. Nicht einmal in der Form eines gelben Scheins, dass du dich besinnst, sondern man möchte an ganz vielen Stellen uns vermitteln, dass wir in der besten aller Zeiten leben und alles, was vorangegangen war, nur ein Weg dorthin war, aber keine eigene Qualität hat. Ich war gestern in Hamburg
Vorgestern in Hamburg und habe dort wieder vom Rathaus gestanden, das aus einer anderen Zeit stammt. Und wenn du dir dieses Bauwerk anschaust, dann siehst du dort und erkennst du dort eine ganz andere Kultur. Mhm. Und diese Kultur in den Bauwerken wird vernichtet an vielen Stellen. Sie wird häufig durch Stellvertreter vernichtet. In Afghanistan wurde viel, viel vernichtet, gesponsert von den Amerikanern, weil diese alten Kulturen auch immer uns wieder zu unseren Wurzeln führen, zu unseren wahren Werten. Ja. Und dann hast du noch etwas anderes sehr Wahres gesagt, es sind eben nicht alle Kulturen gleich. Unsere eigene Entwicklung in unserem eigenen Leben folgt einem Ablauf und dieser Ablauf kennt verschiedene Phasen. Und als junger Mann erleben wir eine Sturm- und Drangphase, an der wir vielleicht sogar die Vorstellung haben, wir können alles erreichen. Können Superstar werden vielleicht oder ich kann irgendwas, der größte Fußballer aller Zeiten oder der größte Rockstar. Aber später kommt dann ein Punkt nicht nur der Ernüchterung, sondern auch einer Veränderung der Werte im Alter. Das ist nicht mehr so wichtig, sondern es ist viel schöner, einfach mal für sich zu sein und vielleicht mit dem Enkel am See zu sitzen und zu angeln. Also eine ganz wesentliche Veränderung in der eigenen Wahrnehmung dessen, was wichtig ist, das, was von Bedeutung ist. Und das nennen wir Altersweisheit manchmal. Aber häufig gehen wir in der tatsächlichen Welt ganz anders damit um. Die alten Leute werden weggesperrt, die Jugend wird hochgelobt und wir erleben jetzt nicht nur das Hereinströmen einer anderen Kultur, sondern wir erleben das Hereinströmen von sehr jungen Menschen, die gerade in dieser Phase eben auch wunderbar zu motivieren sind, denen man noch Ziele vorgeben kann. Ein 60-Jähriger hat diese Motivation nicht mehr so, wenn du ihm sagst, du kannst noch mal richtig reich werden. Dann sagt er, naja, also ich habe schon vieles. Ja. Nicht nur das, es klingt so nach Resignation, sondern es heißt einfach, ich habe wunderbarerweise jeden Tag vielleicht zu essen, ich habe, bin reichlich gesund, ich bin froh. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Ich habe andere Dinge, die jetzt wichtiger sind und ich bin nicht mehr bereit, jede Woche 70 Stunden für ein mögliches Mehr an Geld zu arbeiten, als ein Beispiel. Und von daher ist das, was wir sehen, etwas, das wir in uns erleben und im großen Bild in unserer eigenen kulturellen Entwicklung entdecken können. Also auch unsere kulturelle Entwicklung folgt bestimmten gemeinschaftlichen Entwicklungsprozessen. Und hier gibt im Idealfall der Vater am Sohn, und das ist jetzt nicht antifeministisch oder wie man das nennen mag oder genderpolitisch unkorrekt, sondern so ist es eben, die Informationen weiter, die wirklich von Belang sind, die von Bedeutung sind. Das ist die Kultur. Das im Übrigen ist durch die Form der schriftlichen Weitergabe völlig zerstört worden und hat Lug und Trug Tor geöffnet. Also das muss uns klar werden. Und wenn wir heute betrachten, was von unserer Kultur übrig bleiben würde, wenn tatsächlich es zu einem Ereignis käme, das verhindern würde, dass wir weiter Energie in den Erhalt hineinpumpen könnten, dann würden wir schon nach 100 Jahren feststellen, dass es fast nichts mehr da. Die ganzen digitalen Medien sind verschwunden. Die oder Bücher, nicht mehr lesbar. Die Bücher, die wir schreiben auf Holzpapier, sind nach rund 80, 100, 120 Jahren nicht mehr lesbar. Egal, wie gut man damit umgeht, nach 200 Jahren sind sie verschwunden. All die alten Überlieferungen stammen von Papier auf Hanfpapier. Das ist das höchstqualitative Papier. Dann gab es ja den Brand in der Bibliothek in Köln verschwunden. Überall. Geh nur zum Standesamt und hol dir deine Geburtsurkunde. Bald ist sie nicht mehr da. Und das heißt, das, was wir sehen, ist das Vernichten unserer Kultur und dieses Vakuum muss gefüllt werden. Und dieses Vakuum wird gefüllt mit einer anderen Kultur, dem man auch die Kultur nimmt. Das heißt, zwei Kulturen, die gegenseitig die Wurzeln abgeschnitten haben, streiten um das, was man ihnen heute vorsetzt und vorwirft. Und das ist in allererster Linie ein Kampf, nicht nur um den letzten Platz bei der Reise nach Jerusalem, denn es sind nur wenige Plätze verfügbar, sondern auch eine Vorstellung von einer Evolution, die nur den Stärksten zurücklässt. Und das ist eine
unglaubliche Fehlinterpretation dessen, was tatsächlich das Leben tut. Ja. Und unsere eigene Kultur muss dazu gering geschätzt werden. Sie muss uns an vielen Stellen verwehrt werden. Unsere Wurzeln müssen abgeschnitten werden. Und das geschieht jetzt. Und das geschieht genauso mit den Menschen, die aus Syrien, ja, aus anderen Ländern hierher kommen. Denen wird die Kultur genauso genommen. Ja, und es wird eben jetzt verbunden mit der islamischen Religion. Und ich habe gestern eine Sendung gesehen im ZDF mit, wie heißt er, Markus? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Jedenfalls war da der Zentralratsvorsitzende der Muslime, obwohl das lächerlich ist, weil es da so viele Strömungen gibt, dass der natürlich nicht für alle sprechen kann. Aber er sagte, wir müssen tatsächlich überlegen, was im Namen unserer Religion geschieht. Und wir müssen ja nochmal weiter zurückgehen. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass es eben Pläne gibt, also im Dritten Weltkrieg geplant ist, als Kampf der muslimischen Welt gegen den Rest der Welt sozusagen. Das heißt, es ist geplant seit langer, langer Zeit und natürlich muss man dann entsprechende Konfrontationen schaffen. Und ich denke, man kann ja mit Muslimen auch wunderbar leben. Die sind ja nicht alle so. Aber es kommen jetzt diese fanatischen Strömungen. Ja, wer bezahlt die denn? Wer diese fanatischen Strömungen, die ist sehr, sehr stark von Saudi-Arabien ausgehen im Übrigen, werden seit 1948 von den USA bezahlt. Die USA bezahlen die gesamten Strukturen der radikalen Koranschulen in Saudi-Arabien dafür, dass die Familie Saud, die natürlich selber gefährdet ist von diesen entsprechenden Strukturen, wird auf diese Art und Weise aber in der Macht gehalten. Eine Clique, eine Familienclique, die wirklich, wenn wir uns angucken, was deren Früchte sind, normalerweise würden wir sie mit den gleichen Maßstäben messen, wie man das mit einem Herrn Hussein gemacht hat oder mit anderen, dann natürlich selbstverständlich auch zu den Schurkenstaaten gezählt werden müsste. Das tut man aber nicht, weil man sie eben braucht und weil sie die Ausgangsbasis sind von diesen Strukturen seit 1948. Und wir werden also noch keine Überraschung, wie sich das noch da entwickelt in Saudi-Arabien. Es hat mit dem Ölpreis, weil der natürlich jetzt nur noch ein Drittel wert ist. Da wird sich auch viel verändern, denke ich mal. Vielleicht, Joe, das an der Stelle was zum Nachdenken für alle, die es noch nicht begriffen haben. Ich erinnere mich an den Ölpreis, als er bei über $100 stand. Ja, ja. 120 oder sowas war, glaube ich, der höchste Preis, ich bin mir nicht mehr sicher. Da hatten wir einen Benzinpreis oder einen an der Tankstelle von 1,65, 1,70. Ja. Jetzt sind wir von 120 auf $30 und haben 1,30 oder 1,25, je nachdem. Schon, wenn du super plus tankst, klar, aber 70% davon sind Steuern, also klar. Ja, aber daran sehen wir doch, dass diese Relation, die uns dort immer wieder verkauft wird, wenn es um die umgekehrte Entwicklung geht, natürlich eben nicht durchgesetzt wird. Und hier sehen wir auch, wie energetische Ströme eben gelenkt werden. Ja. Und das, was du gerade sagst, mit dem Kampf der Christen gegen den Islam, hier gibt es ein ganz einfaches altes deutsches Sprichwort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das gilt hier in unglaublicher Weise. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, dass auch der Vatikan sich als Oberhaupt genauso des Islam versteht. Und das heißt also aller Menschen. Ja. Das heißt, diese Dinge sind, wenn man sie etwas genauer betrachtet, eben immer ausschließlich Stellvertreter. Ja, wie soll ich sagen? Ich wollte Kriege sagen, ich wollte es aber besser ausdrücken. Es sind Konflikte, ja, eigentlich Bewegungen. Ja. Es geht immer und ausschließlich in diesem Konstrukt, das wir vorfinden, immer um Geschäft. Und diejenigen, die das Geschäft betreiben, haben keinerlei Interesse an Religion, Nation, sondern nutzen diese Begrifflichkeiten einfach, um bestimmte Schubladen zu bedienen und das ist ganz wichtig auch, um Erklärungen zu finden. Also der Krieg hier in Europa wird erklärt werden als Religionskrieg. Mhm. So wie im Übrigen auch der 30-jährige Krieg, der einen sehr starken Bezug hat zu diesem aktuellen Szenario. Auch der 30-jährige Krieg wird uns als ein Religionskrieg an vielen Stellen verkauft. Nicht nur, aber zu einem wichtigen Teil. Und so werden uns auch Auseinandersetzungen in Irland immer als einen Religionskrieg verkauft. In Wahrheit werden diese religiösen Gruppen missbraucht, um die dahinterliegenden Gruppen
verstecken zu können. Nichts anderes ist es. Und tatsächlich hat das mit den eigentlich Gläubigen den jeweiligen Gruppen überhaupt gar nichts zu tun. Aber du hast eben gesagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Jinon-Plan will ich nochmal erwähnen. Man kann das gucken, also mit Jinon-Plan, das ist ein israelischer Plan sozusagen, die arabische Welt um sich herum in Aufruhr zu versetzen, dass sie sich gegenseitig zerstören. Übrigens habe ich, wenn du das gerade hier so ansprichst, auch eine Meldung, die passt da so wunderbar rein. Und zwar habe ich hier, man höre und staune, genau vom Silvester eine Meldung aus der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Auf Zuwanderung gebaut. Israel freut sich über Rekordimmigration. Das ist erstaunlich, oder? Und will um noch mehr Diaspora-Juden werben. Und dann wird es genauer. Israel meldet für 2015 Rekordzahlen bei der Einwanderung. Mehr als 30.000 Juden aus aller Welt zogen im abgelaufenen Jahr ins gelobte Land. Also hier ist das, was auf der Überschrift angedeutet wird, in einer ganz anderen Form nur zu sehen. Ja. Denn tatsächlich gibt es dort keinerlei Aufnahme von Flüchtlingen. Ja. Im Gegenteil, ja. Es gibt sogar in diesem ausgelaufenen Jahr 2015, jetzt zum Jahr 2016, Versuche, Heiraten von Jüdinnen mit Arabern zu verbieten. Ja. Das heißt also, hier können wir sehr deutlich eine völlig andere Entwicklung sehen, die natürlich alleine durch ihre völlige veränderte oder völlig gegensätzliche Struktur auffällig wird. Also genauso wie eben auch die USA und wie auch England bei der Aufnahme von Flüchtlingen sehr, sehr zurückhaltend sind. Okay. Ja, mach mal weiter mit deinen Meldungen. Es gibt natürlich viele kleine. Also ich bin beim Köln-Thema durchaus noch dabei. Ja, dann würde ich noch ein paar. Also ich habe hier eine Meldung vom 4. eben auch nochmal, weil sie eine der ersten Meldungen war. Köln reagiert auf sexuelle Übergriffe. In der Silvesternacht kommt es am Kölner Hauptbahnhof und rund um den Dom zu einer Reihe von Übergriffen. Und hier heißt es dann weiter, das ist die Meldung vom 4. Über 30 Betroffene haben sich gemeldet. Sie sind 500, von mehreren Männern angefasst worden. Also hier ist alles noch sehr zurückgehalten. Und so heißt es hier auch später: Flüchtlinge nicht diffamieren. Und dann heißt es auch noch, die mutmaßlichen Täter sind der Polizei seit Monaten bekannt. In der Innenstadt und in den Amüsiervierteln von Köln sind sie durch Taschen- und Trickdiebstähle und Raubüberfälle aufgefallen. Es handelt sich bei den Tätern nicht um Flüchtlinge. Es geht wahrscheinlich um 40 Täter. Also hier sieht man, dass man ganz üblich, in der üblichen Form, die bereits aus der Flasche ausgetretenen Geist versucht noch wieder rein zu relativieren zumindest, indem man sagt, naja, das sind, so wie man es auch in Bremen beispielsweise kennt, Trickbetrüger, die am Bahnhof herumlungern, das sind 40 Leute und die waren geil am Silvester und das hat aber mit den Flüchtlingen nichts zu tun. Hier nochmal der deutliche Hinweis, die Medien wussten nicht, dass sie in wenigen Stunden umschwenken sollen. Ja. Das ist für mich ganz klar. Ja, ja. Und das hat man auch sehr bewusst noch zugelassen, um hier in diesen 3 Tagen aus meinem Verständnis zum einen zeitlichen Abstand zu gewinnen und zum anderen sich auch zusätzlich noch der Möglichkeit zu bedienen, zu sagen, guckt her, was hier geschehen ist. Denn alleine durch dieses Nicht-Reagieren sind viele Menschen viel wütender, als hätte man gleich reagiert. Und manchen scheint dieses völlige Umschwenken auch kaum aufzufallen. Naja, es ist, hat ja offenbar begonnen in den sozialen Medien, dass da eben die Meldungen, die Opfer sozusagen Berichte gemacht haben und dass dann im Grunde die Medien drauf reagieren mussten. Aber gut, man kann es schwer nachvollziehen. Das ist ein totaler Quatsch, Joe. Entschuldige, nur machen wir uns da nichts vor, in den sozialen Medien wird ganz viel geschrieben. Also ich kenne, wenn man danach guckt, Facebook-Seiten, da stehen drin Dinge drin, da wird jede Zeitung die Finger davon lassen. Und es sind Tausende von Meldungen, wo das angesprochen wird, was man nicht haben will. Das ist geschehen, weil es geschehen sollte. Okay. Selbstverständlich könnten wir jetzt die Frage stellen, wer hat denn diese Meldung bei Facebook lanciert möglicherweise und wer hat das Go gegeben und gesagt, so, jetzt geschieht. Ja, man kann es ja auch totschweigen. Ne? So ist es. Genau. Aber das ist eben nicht geschehen und das ist über Jahre geschehen. Also aus meiner Sicht, ich möchte es nur so deutlich sagen, gab es hier aus übergeordneter Stelle, über den deutschen Medien, über der deutschen Politik, ein Go. Und dieses Go ist denjenigen gegenüber geäußert worden, die für die Umsetzung
global, könnte man sagen, oder im System zuständig sind. Aber diejenigen hier hat man schön überrascht. Schön überrascht. Okay. Man hat Merkel düpiert. Merkel hat 5 Tage gebraucht, bevor sie überhaupt ihr Maul aufgemacht hat. Ja. Sie reagiert auf alles. Ich erinnere mich einmal, als ein Schwarzer von 2 Nazis eine Ohrfeige erhielt in einer Straßenbahn. Ja. Später stellte sich heraus, dass der Schwarze betrunken war und viele Leute angepöbelt hat. Ja. Zur damaligen Zeit das ging ist durch Frau alle Merkel persönlich angereist. Der Verfassungsschutz ist im großen Stil, ich weiß nicht mehr, ob es in Leipzig oder in Berlin war, jedenfalls im Riesenstil wurde ein Fass aufgemacht. Ja. Und hier geht es um eine Dimension, von der ja inzwischen gesagt wird, sie ist europaweit beinahe in Frankreich zu finden. Ja. Sie ist zu finden in der Schweiz, in Österreich. Ja. Und es geht nicht weiter. Und da spricht sie gar nicht. Der Gaukler ist abgetaucht. Ja. Ja. Erstaunlich, oder? Man hat sie düpiert. Ja. Man hat gesagt, wir sagen es euch nicht. Ja. Seht zu, wie er klarkommt. Das ist die Situation. Sie wird abgeschossen. Im Wall Street Journal steht, Merkel muss weg. Ja. Das ist es. Dort kommt's her. Da sind die Dinge auf Knopfdruck zum Jahreswechsel ausgelöst worden und niemand hat's gewusst. Das ist meine Einschätzung. Überraschung. Und ob man, und jetzt Joe, und ob es wirklich in dieser Form, in dieser Dimension, mit diesen Gruppen von Menschen in dieser Form überhaupt stattgefunden hat, und das macht's ja so spannend, ist dabei gar nicht mehr so wichtig. Es würde genauso funktionieren. Ja. Wie Sandy Hook, wo nichts passiert ist. Alles es würde. Ich will es nicht, sagen, auch, weil es einfach nicht möglich ist. Ja, wir können auch, es nicht. Es gibt Merkwürdigkeiten, aber es ist gewollt, es ist inszeniert und es ist punktgenau gestartet worden. Ja. Nochmals aus meinem Verständnis zu früh. Man war noch nicht wirklich so weit. Es wäre schon noch ein paar Monate gegangen. Okay. Ein paar Meldungen dazu. Kölner Kripo attackiert Justiz. Die Täter lachen sich kaputt. Der Bund der Kriminalbeamten kritisiert eine viel zu sanfte Justiz im Fall von jugendlicher Ausländerkriminalität. Viele Täter seien bekannt, kommen für maximal eine Woche in Jugendhaft und werden dann laufen gelassen. Sie üben ihre Straftaten arbeitsteilig und systematisch aus. Haben wir besprochen hier. Ja. Ich weiß nicht, wie oft schon. Jetzt kommt es aber überall raus. Schwerkriminelle Flüchtlinge werden gezielt eingeschleust und so weiter aus dem Abendblatt. Nordafrikaner werden eingeschleust, um Straftaten zu begehen und so weiter. Polizei darf Vergehen von Flüchtlingen nicht öffentlich machen, Hessen und NRW. Also alles so kleine Meldungen dazu. Interessanterweise sagt ja auch Frau Merkel nicht, Mensch, das tut mir leid, das habe ich alles so nicht gewusst. Jetzt gucken wir mal, wie wir das reparieren. Sondern die einzige Reaktion, die dann später kam, war, wir nehmen noch 10 Millionen weitere Flüchtlinge auf und 2 Millionen aus der Türkei. Das ist natürlich eine tolle Reaktion, muss ich schon sagen. Ja, aber warum? Das ist das, was für ihr politisches Überleben tödlich ist. Und Frau Merkel ist sicherlich, wenn man ihr vieles nicht unterstellen kann, aber eines ganz sicher, sie ist sicherlich so clever geworden in der politischen Landschaft, dass sie das sehr wohl weiß. Ja. Sie hat keine Wahl. Mhm. Der Punkt ist einfach erreicht und jetzt kommt das eben auch dazu. Sie ist nichts anderes als eine Bauchsprecherpuppe, die das sagt, was man ihr eben entsprechend vorgibt. Und das ist auch nicht der Herr Obama, der sie bedient, der selber eine Hand im Hintern hat und selber eine Puppe ist. Ja. Also das, was hier vielleicht noch mitbringen will als Beispiel, ist eine jüngere Meldung vom 13., also von heute Morgen. Silvesternacht von Köln, warum so viele Verdächtige aus Nordafrika kommen. Das erklärt uns jetzt der Fokus. Und er sagt uns, das sind nämlich Leute, die besonders oft straffällig werden. Alle 3,5 Stunden eine Straftat. Das hätte man vor 10 Tagen aber nicht sagen können. Unmöglich. Das ist ja fremdenfeindlich, das ist ja rassistisch. So ist es. Und jetzt auf einmal geht das. Für die Polizei ist das nichts Neues. Sie weist schon seit Jahren auf das kriminelle Profil vieler Einwanderer aus den Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien hin. Statistiken des Kölner Kriminalkommissariats 41 zeigen, dass 40% aller Asylbewerber aus dem Maghreb strafrechtlich auffällig geworden sind. Das ist etwas, das wäre vor Tagen undenkbar gewesen. Obwohl es seit Jahren bekannt ist. Und war genauso selbstverständlich auch bei dieser Polizeistation bisher nichts, was man öffentlich gesagt hat. Ja. Das ist eine unglaubliche Frechheit, uns so zu tun, als hätte man das schon längere Zeit nicht nur gewusst, sondern auch eigentlich nur nicht wahrgenommen. Es wurde verschleiert und wird verschleiert. Ja. Unglaublich, oder? Ja, es ist, und wie du sagst, man kann eigentlich nur den Kopf schütteln, weil es jetzt wirklich eine 180-Grad-Drehung ist. Ja. Nun gut, also ich habe das Thema
wenn du möchtest, abzuschließen mit einer Meldung, die so schön ist, weil sie eben auch lächerlich ist. Hier rät die Bild, wie verhalte ich mich, wenn, also wenn es knapp wird und ärgerlich, am 7. Januar, da war man noch ein bisschen zurückhaltender. Und hier steht also beispielsweise 5 bedrohliche Alltagssituationen, wie verhalte ich mich? Beispielsweise, wenn mir jemand zum Beispiel im Bus viel zu nahe kommt, mich bedrängt. Joe, was wäre dein Tipp? Armlänge, Abstand halten. Ist natürlich, wenn er sich zu dir setzt, schwierig. Aber hier kannst du natürlich, wie wir so häufig hören, soll ja der Klügere nachgeben, damit der Idiot das Sagen hat. Setzen Sie sich, wenn möglich, um. Ja. Sprechen Sie andere Menschen an. Guten Tag, verfolgt mich jemand. Das führt bei vielen dazu, dass sie sich dann von dir abwenden, in Wahrheit. Generell sollten Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht am Fenster sitzen. Sie sollten sich in solchen Situationen schneller entziehen. Wird es gefährlich, in der Bahn Notbremse ziehen, im Bus den Fahrer um Hilfe bitten. Ja, und so geht's weiter und so geht's weiter. Und dann gibt's hier in der Zusammenfassung noch einen Hinweis. Einige Migranten ignorieren den Widerspruch einer Frau. Ach, tatsächlich? Ja. Wer macht denn sowas? Also das ist natürlich eben auch in Wahrheit noch ein Weg, in dem man versucht, irgendwo zwischen diesen beiden neuen Richtungen irgendwo einen Kompromiss zu finden, um nicht völlig die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Kölner Bürgermeisterin Frau Reker, die schien ja auch völlig überrascht gewesen zu sein von dem Bühnenumbau. Ja. Sie hat da sehr geflattert und hat dann sowas Dummes gesagt, wie man soll sich die Leute auf Abstand halten. Kann man sagen, warum hat sie das denn nicht getan, als sie angegriffen wurde, aber auch dieser Angriff ist ja sehr zu hinterfragen, wo sie angeblich verletzt wurde. Es gibt eigentlich, man sieht keine Narben und es gibt auch der Täter. Es gibt keine Veröffentlichung darüber, sondern es ist Verschlusssache. Also der Täter, der die Frau Reker angegriffen hat, angeblich ist möglicherweise ein Verfassungsschutzmann. Das, was du gerade sagst, können wir noch ergänzen um einen weiteren Fall, als jetzt auch ein Kommunalpolitiker gemeldet hat bei der Polizei, er wäre mit 17 Messerstichen von Rechten attackiert worden. Mhm. Da hat sich eigentlich herausgestellt, dass der quasi keine Verletzungen hatte und inzwischen auch zugegeben hat, dass er sich das ausgedacht hat. Und diese Form von Verunglimpfung ist das, was vielleicht am Ende noch bleibt, ja, wenn nichts anderes mehr ist, dass man dann selber sich zum Opfer stilisiert, damit es überhaupt noch ein Opfer gibt. Also das ist die widerlichste Form, um ideologische Konstrukte aufrechtzuerhalten, um die Realität zu beugen und sie der eigenen Ideologie anzupassen. Jetzt ist ja im Nachgang dieser Ereignisse gab es ja eine Demonstration in Köln, die sehr schnell aufgelöst wurde. Und da ist auch sehr interessant, dass man eben beobachtet hat, als da die Frauen vergewaltigt wurden, in der Silvesternacht gab es ganz wenig Polizei, aber es gab, und die Polizisten haben jetzt gejammert und haben gesagt, ja, wir wussten ja nicht und konnten nicht und was sollten wir tun und das, wir waren überfordert, aber um eine Demonstration aufzulösen, da ist auf einmal, gibt es, hier hat das jemand geschrieben, da gibt es 1700 Polizisten, 3 Wasserwerfer und es gibt Provokateure, die aus dieser Demonstration heraus Böller geworfen haben und da gibt es ein Video, das das wirklich beweist, es filmt also jemand, der aus der Demonstration einen Böller auf die Polizisten wirft, dann wird dieser Mann von der Polizeikette durchgelassen, dann stellt sich heraus, der hat einen Presseausweis. Es gibt ein Video, wo du gesagt, bei 5 Sekunden ein Böller wird hinter den Polizisten gezündet, 10 Sekunden die Polizisten lotsen einen Provokateur aus der Demo, 1:40 ein Böllerwerfer mit Presseausweis wird von der Polizei geschützt, Anzeigen werden nicht angenommen, 2:15 Polizisten misshandeln einen Demonstranten, schlagen den bereits Gefesselten von hinten ins Kreuz, springen auf ihn drauf. Bei 3 Minuten mit unverhältnismäßiger Gewalt und Wasserwerfereinsatz wird die Demonstration gesprengt. Und dann gibt es noch einen Hinweis aus... Lass uns doch noch ganz kurz dabei bleiben, Joe. Mhm. Das ist überhaupt nicht überraschend. Überraschend ist im besten Fall, dass das jetzt rauskommt. Ja. Das sind Mittel, die gibt es, schon immer. Ja. Das ist die Heimat des Joschka Fischer, der Steinewerfer. Ja. Das ist nichts anderes als der Staat, der in den Formen auftritt, die er auf der einen Seite zu bekämpfen vorgibt und auf der anderen Seite, die eben auch die Strukturen in beide Abweichungsrichtungen als Auffangbecken im Grunde genommen
aufbaut, damit jemand, der wirklich in diese Richtung Interesse hat, sofort abgefangen wird. Und dass man sich die Kriminellen schafft, wenn sie nicht vorhanden sind, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist nichts Neues, das ist klar. Überhaupt nicht. Es gibt dann noch Hinweise eben im antifaschistischen Lager ZECO, antifaschistisches Lifestyle-Magazin, da schreibt man, ihr sollt die ersten 10 Reihen der Demo stellen, haben sie gesagt, ihr sollt Böller werfen, haben sie gesagt, ihr sollt Flaschen werfen, haben sie gesagt, ihr sollt euch vermummen, haben sie gesagt, gesagt, getan, Demo nach wenigen Metern abgebrochen. Danke, Antifa Köln. So, also es zeigt eben auch... Das sind die politischen Kampfverbände. Ich habe das schon oft erwähnt. Genau. Wer ein bisschen sich interessiert für die eigene Geschichte an dieser Stelle, in den 20er Jahren waren diese Kampfverbände sehr, sehr, sehr stark, auch in den Anfang 30er Jahre noch. Und da kann man sehr schnell was im Internet dazu finden. Politische Kampfverbände, Rotfront, Stahlhelm, so hießen die damals. Ja. Und tausende von Menschen sind von diesen politischen Kampfverbänden totgeschlagen. Tausende von Menschen. Ja, auf beiden Seiten. Man feiert ja heute natürlich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und legt Gedenkgrenze. Auf beiden Seiten. Also die, aber die eine Seite wird im Grunde nur geehrt. Ja, selbstverständlich. Mhm. Und das sind nichts anderes als Schwerstkriminelle. Ja. Also ich habe hier, um das wirklich dann abzuschließen, eine Meldung deswegen mitgebracht, weil sie so die Verlogenheit schön aufzeigt. Sie ist vom 16. Dezember. Und zwar im Spiegel erschienen, aber nur in der internationalen englischsprachigen Ausgabe. Es gibt eine internationale englischsprachige Ausgabe und da steht eben auch, dass Menschen für Terrorattacken in Deutschland ganz gezielt rekrutiert werden. Und das Ganze, wie gesagt, ist nur in der englischen Ausgabe am 16. Dezember entsprechend veröffentlicht worden. Hier bitte. Ja, soll ich da was? Brauchst du nicht, ich wollte nur eine Zeit. EIS Recruiting for Terror Attacks in Germany. Ja, gut. Also ich habe es erwähnt, ich wollte es nur sagen, dass dieses Überraschungsgetue nichts anderes ist als eine unglaubliche Verhöhnung auf einer Seite und eben auch eine pharisäerhafte Verlogenheit, die kaum zu toppen ist. Ja. Damit wäre ich mit diesem Thema soweit fertig. Vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir werden sicherlich erleben, dass der kritische Umgang mit diesen Gruppierungen zunimmt. Und wir werden sicherlich auch, wie es jetzt gerade geschehen ist, weitere Anschläge beobachten können, nicht nur in Deutschland. Hier wird kräftig daran gearbeitet und nach außen hin um Toleranz geworben, nur um noch mehr Druck zu erzeugen, um dann später wirklich Unschuldige aufeinander zu hetzen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Von daher mein Hinweis, finde immer in den Betrachtungen wieder den Punkt, an dem du tatsächlich die Dinge durchschaust und sprich mit anderen darüber, nimm Stellung dazu und versuche vor allen Dingen auch deinen eigenen Punkt und deine eigenen Erkenntnisse auch nicht einfach von anderen überbuttern zu lassen, sondern suche das Gespräch. Es gibt viele Menschen, die einfach nur beinahe automatisch wie auf Knopfdruck in der Form reagieren, wie man ihnen das beigebracht hat. Mhm. Vielleicht ein ganz kleiner Seitenschritt in ein großes Kapitel. Wir haben jetzt in Italien erleben können, dass dort die ersten Banken nach dem neuen System abgewickelt worden sind. Ja. Das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen in Italien ihre gesamten Ersparnisse verloren haben. Ja. Inzwischen ist die Anzahl der Selbstmorde, die man in diesem Zusammenhang zuordnet, auf über 500 Menschen gestiegen, die sich umgebracht haben, weil, um das vielleicht zusammenzufassen, die Sparer für die Bank gehaftet haben. Also zuallererst sind die Sparer entrichtet worden. Ja. Und das ist das neue europäische Modell, das jetzt überall zu finden ist. Es kann eben uns auch passieren. Das ist das, was jetzt kommt. Ja. Wer seine ganzen Ersparnisse noch auf der Bank hat, der... Der gibt sie der Bank, stellt sie der Bank zur Verfügung. Das ist nicht mehr sein Geld. Und deswegen also dieser Hinweis. Ja. Ich habe aber den Faden verloren, was zwar selten vorkommt, aber an dieser Stelle wollte ich eigentlich mit diesem kurzen Seitschritt wieder zurückfinden. Sorry, ich habe dich dazu macht nichts. Er ist nicht schlimm. Vielleicht kommst du noch wieder. Es wird kommen, es war nämlich durchaus von Bedeutung. Er wird wiederkommen, wenn es wichtig ist. Ich hatte irgendeinen Bezug zu diesem Thema, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es hören, wenn ich mir die Tagesenergie wieder anhöre. Dann hätte ich es doch. Dann kann ich es dann im Dass dir das passiert, mir passiert es dauernd. Sagen. Also, wenn es wichtig ist, wird es kommen. Du sagst es. Wir haben eine insgesamt große Veränderung, die genauso stattfindet wie die Veränderung hier, was jetzt der Umgang mit den
ja, Migranten und mit der ganzen Thematik betrifft. Und diese Veränderung betrifft die Weltwirtschaft. Mhm. Pünktlich zum Neujahrsbeginn kam es zum gewaltigen Einbruch in China. Ja. Und dieser gewaltige Einbruch in China hat wirklich ein Beben ausgelöst, auch hier in Deutschland. Der DAX hatte den schlechtesten Start überhaupt seit Nachkriegszeiten, sagt man. Naja, vorher gab es ihn nicht in der Form, also von daher schlechtester Startpunkt aller Zeiten. Und ich habe hier ein paar Meldungen mitgebracht, die finde ich sehr toll, und ich würde gerne diese Meldung zuerst mal zeigen, ohne dass du dir auf die Rückwirkende gucken darfst, Joe. Das sieht so wie eine Karikatur aus. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ob der, ja, mal gucken. Aber dann zeig du sie. Komm, ich halte sie so rein und ich sehe sie ja nur im Monitor. Hier ein Jahr voller Unruhe. Das ist der Rückblick. Und hier sehen wir diese Weltkugel als Symbol. Ich habe schon häufig gesagt, die Welt steht immer für die künstliche Struktur. Ja, nicht für die Erde. Die hat diese Form, diesen runden Kopf hier, diese Weltkugel. Und die steht für ein Jahr voller Unruhe, geht zu Ende. Wird das kommende Jahr besser? Und hier, wenn man so in diesen Wald hineinguckt, dann sieht man schon gefährliche Kameraden. Ein Kämpfer mit einem Krummsäbel, dann einen mit IS auf der Brust, mit einer Maschinenpistole in der Hand. Also das sieht alles nicht gut aus. Und die richtige Antwort gibt dann die Frankfurter Rundschau auf der Silvesterausgabe. Und guck dir das doch bitte mal an, Joe. Wie wüsste gern, was einen 2016 erwartet. Das wollen sie nicht, sagt die Wahrsagerin. Das wollen sie gar nicht wissen, könnte man sagen. Das ist so ein schlauer Spruch. Das willst das du nicht wollen sehen. Sie gar nicht wissen. Ja, vielleicht will man es wirklich nicht, aber man macht es. Also das, was hier klar gesagt wird, ist, das ist nichts Angenehmes, was da kommt. Ja. Man und ahnt es ja. Die Bild-Zeitung hat zum Jahresauftakt interessanterweise auch parallel am 4.1. zum großen Umschwenk auch den Umschwenk hier ausgerufen. China, da wird uns fürchterlich um die Ohren fliegen. Das ist nochmal so ein Chart. Okay. Und noch wichtiger ist eben Crash-Check. Ja? Ah, ja. Also hier in dem Untertitel dann Bild erklärt die Casino-Börse. Hier wird natürlich eine Erklärung gesucht, die natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ein großer Casino-Aspekt spielt eine Rolle, aber in Wahrheit ist es das Konstrukt an sich per se. Weltweit. Und wir sehen also hier deutliche Signale, und ich habe noch eine dritte Meldung, und die ist auch sehr aktuell, sie ist von gestern und sie ist vom Wall Street Online, und da heißt die Überschrift: Verkaufen Sie alles, der Crash kommt, rette sich, wer kann, denn die Notausgänge sind klein. Das ist eine, du hast dieselbe Meldung mitgebracht. Das ist die Royal Bank of Scotland, die dahinter steht und diese Meldung sagt und ein dramatisches Bild hier auch präsentiert. Ja, der Jahresanfang 2016 hat den US-Aktienmärkten den größten Einbruch in den vergangenen 119 Jahren gebracht. Investoren sprechen von einer möglichen Wiederholung der Krise von 2008, das Sputnik News. Also das werde ich, wie gesagt, die Also wir haben deutliche, brutale Überschriften, die wir hören. Ja. Brutale Überschriften. Und ein Klassiker hier bei den Tagesenergien, mein lieber Joe, der kriegt heute eine neue Auflage in beunruhigender Form. Du erinnerst dich an den Baltic 3 Index. Das ist der Baltic 3 Index, ist eine Zahl, über die man die Frachtraten erkennen kann. Die bezahlt werden auf bestimmten Routen, das sind aber die Hauptrouten. Und zwar, wenn es um Schüttgut geht, Eisenerze beispielsweise, große Düngemittel und so weiter und so fort, die also im Grunde ein Ausdruck sind der Weltwirtschaft. Ja. Also wenn diese Grundstoffe nicht geliefert werden, und die können nur über ein Schiff geliefert werden. Ja. Also hier kann man nicht sagen, na ja, dann wird vielleicht inzwischen mehr über die Flüge oder über die Eisenbahn abgewickelt. Nein, das geht nicht. Ja. Hier kommen diese großen Mengen nur über das Schiff. Und dieser Baltic 3 Index, der hatte den höchsten Wert, an den ich mich erinnere, von knapp 12.000 Punkten. Und diese 12.000 Punkte lassen sich umrechnen auf das, was der Reeder mit seiner Aktivität eben verdient, seine Raten, die er bekommt. Ja. Und das war, ich meine, 2007, 2008, so vor dem ersten Crash, 12.000 Punkte. Wir haben hier gesprochen, letztes Mal, da waren wir bei 560, ich weiß es gar nicht mehr, oder 470. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem tiefsten Punkt aller Zeiten, bei 402. Unfassbar, ja, man sieht den Chart. Von heute Morgen. Unfassbar, ja, ja. Und das wird 402.
Das wird sich auswirken. Also man da kann nicht sagen, kein Schiff mehr fahren. Ja, lohnt sich. Da nicht. Kann kein Schiff mehr fahren. Und ihr könnt im Internet mal nachgucken. Es gibt also wunderbare Webseiten, auf denen man die Schiffsbewegung sehen kann. Die kehren um. Mitten auf See kehren vollbeladene Öltanker um und fahren zurück. Genau so ist es. Ich wollte es gerade sagen, es ist nichts los auf dem Weltmeer. Es ist ganz ruhig. Und insbesondere auf den wichtigen großen Routen. Wir erleben einen vollkommenen Wirtschaftszusammenbruch. Und die USA hat mit ihrer Aktion im Dezember 2015 noch einmal die Zinsen leicht zu erhöhen, darüber haben wir hier gesprochen, ein Signal gegeben, das notwendig geworden war, um nicht vollkommen durchschaubar zu werden, in dem erkennbaren Zusammenbruch der Wirtschaft. Was passiert ist im letzten Jahr in den USA, ist, dass sich die großen Halter der amerikanischen Dollarbestände immer mehr davon trennen und auch die Staatsanleihen verkaufen. Über 1 Billion im letzten Jahr. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn hier ein Angebot auf den Markt kommt und es gäbe niemand, der kauft, was würde mit den Preisen passieren? Die Preise fallen in den Keller. Wenn Tausende von Menschen ein Auto verkaufen wollen, eines bestimmten Typs, und niemand kauft dieses Auto mehr, wenn weil es Strafsteuern gibt, dann fällt der Preis in Stunden in den Keller. Ja. Hier reden wir von 30 Billionen und es muss einer kaufen, um zu verhindern, dass dieser Dollar und alles, was dahinter steht, wirklich erkennbar abstürzt. Wer war's? Die Fed selbst. Das heißt, man kauft den eigenen Mist, aber das geht eben auch nur eine Zeit lang gut, denn es ist erkennbar. Wenn ich es weiß, wissen es andere auch. Ja, und China hat ja auch riesige Dollarreserven und die müssen es dann auch langsam irgendwann mal abstoßen, sonst ist es nachher nur noch für den Ofen gut, die Dollarscheine. Eine Meldung, die ich hier habe, Joe, die ergänzend, finde ich gerade so wunderbar passt, zeigt auf, wie weit wir hier schon sind an vielen Stellen. Guck doch mal, vielleicht liest du sie mal kurz vor. Deutschland beschränkt Handel mit Münzen, Briefmarken und Gemälden. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ja, das ist eine ganz interessante Meldung. Ich wollte sie. Das neue Kulturgutschutzgesetz bedeutet für Kunstlerinnen und Sammler eine raffinierte Art der finanziellen Repression. Eigentümer müssen signifikante Wertverluste hinnehmen. Ja, das ist eine ganz spannende Meldung und die zeigt so viel. Deswegen habe ich sie mitgebracht, obwohl sie natürlich nicht eine Bedeutung wie jetzt Köln oder wie andere Dinge vielleicht haben in der Wahrnehmung, aber sie zeigt auf, wo wir stehen. Ja. Also es gibt einen Entwurf für einen Schutz von Kulturgut. Das heißt also, Kulturgüter, beispielsweise Münzen, Briefmarken, Gemälde, aber auch Möbel, dürfen nicht mehr einfach außerhalb Deutschlands verkauft werden, sondern man nimmt sich ein Vorkaufsrecht in Anspruch. Das ist etwas, das nicht unüblich ist und es bisher auch schon gab, auch beispielsweise, ich meine, in der Schweiz. Aber hier orientiert sich dann das Vorkaufsrecht an dem tatsächlichen Wert, der eben international gezahlt wird. Hier in Deutschland ist das aber anders. Hier gibt es einfach bestimmte Vorgaben und wenn du dein Bild verkaufen möchtest, dann kannst du es nicht, wenn du eben den echten wahren Wert dafür veranschlagen möchtest. Also hier steht beispielsweise, will ein Sammler ein wertvolles Bild statt in Berlin in seiner Ferienvilla an der oberitalienischen Seen aufhängen, also hier wieder nicht einmal verkaufen, bräuchte er künftig dafür eine Ausfuhrgenehmigung, sofern ein Bild mindestens 70 Jahre alt und mindestens 300.000 Euro wert wäre. Käme die für die Erteilung der Genehmigung zuständigen Stelle dann zu dem Schluss, das Bild sei nationales Kulturgut, dürfte es der Sammler gar nicht mehr ausführen. Mit anderen Worten, dieses Bild darf ich nicht mehr ins Ausland verkaufen und ein ausländischer Käufer dürfte es nicht mehr mitnehmen. Das ist ein wunderbarer Hinweis, wunderbar selbstverständlich nur aus den Möglichkeiten des Verständnisses, das sich hier daraus ergibt, dass du eben nicht Eigentümer bist. Du bist bestenfalls Besitzer, aber du hast kein Recht, über dein Eigentum mehr hier frei zu bestimmen. Ein Hinweis übrigens im gleichen Maße auch für diejenigen, die versuchen, wahre Werte zu finden und zu sagen, gut, was passiert denn, wenn mein Euro nichts mehr wert ist? Ich kaufe mir Antiquitäten, ich kaufe mir wertvolle Teppiche, ich kaufe mir möglicherweise ein Gemälde. Auf einmal merkt man, ups, in dem Moment, wo ich versuchen möchte, tatsächlich diese Werte mitzunehmen, wenn ich
nach Italien ziehe oder vielleicht sogar ganz konsequent nach Paraguay, dann kann ich es gar nicht mehr mitnehmen. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich dieses Gemälde dann auch für einen ausländischen Käufer viel weniger wert, denn er kann es gar nicht mehr mitnehmen. Also das sind Dinge, die uns eben deutlich aufzeigen, dass wir hier eben nicht Eigentümer sind, sondern im besten Fall Besitzer. Ja. Und das Ganze geht zurück, interessanterweise, diese Genehmigungspraxis, auf das Jahr 1919. Mhm. Und 1919, da wissen wir sofort, das ist das Jahr, in dem Deutschland eben auch schon besetzt war, unter Verwaltung steht, sogenannte Weimarer Republik. Und dort wurde die Souveränität eben in diesem Bereich bereits auch schon eingeschränkt. Also es ist ein bewährtes Mittel, wurde dann nochmal 1955 von der BRD auch nochmal erneuert und jetzt wird es nochmal abgedatet, wie man modern sagen könnte. Ja. Wenn wir bei dem Thema sind, aber du hast auch noch so viel. Nö, ich habe nicht viel. Nee, okay, nee, ich habe eine so tolle Meldung, die ist so klasse, weil die so spannend ist. Man würde normalerweise darüber hinweg lesen. Ich habe sie auf einem Juristenblog gefunden. Mhm. Turban ersetzt keinen Motorradhelm. Vom 23.12.2015 in Freiburg ist ein Angehöriger der Religionsgemeinschaft der Sikhs vor Gericht gezogen. Er wollte durchsetzen, dass er beim Motorradfahren von der Helmpflicht befreit wird. Grund: seine Religion gebiete ihm das Tragen eines Turbans. Das Verwaltungsgericht Freiburg beleuchtet den Fall umfassend. Du wirst gleich sehen, worauf ich hinaus will. Der vielseitige Beschluss kommt für den Antragsteller aber zu keinem erfreulichen Ergebnis. Nicht einmal die Religionsfreiheit reicht so weit, dass der Betreffende ohne Helm fahren darf. Ausdrücklich weist das Gericht darauf hin, dass der Turban kein Halmersatz sei. Selbst wenn der Turban aus vielfach gewickeltem Stoff bestehe, bedürft es keinem wissenschaftlichen Nachweises, dass seine Schutzwirkung nicht der Helmnorm ECE Nummer 22 entspräche. Der Kläger hatte geltend gemacht, er fühle sich durch den Turban besser als durch jeden Helm geschützt. Dies wertete das Gericht jedoch nur als spirituell-religiöse Meinungsäußerung. Das ist die Erklärung hier. Was interessant ist, ist dabei natürlich die Frage, warum müssen wir denn überhaupt einen Helm tragen? Wer kann denn mich verpflichten? Denn schließlich und endlich, wenn ich den Helm weglasse, gefährde ich niemanden sonst außer mir selber. Das ist die erste Frage. Und da gibt es eine ganz interessante Antwort. Dein Körper gehört dir nicht. Dein Körper ist Eigentum des Staates, Eigentum der Kirche im Übrigen. Und an dieser eigenartigen, merkwürdigen Konstruktion kann man es erkennen. Das wird aber gleich noch spannender. Deswegen heißt es im Übrigen auch Selbstmord und nicht Freitod. Und deswegen ist es auch nicht erlaubt. Schließlich bist du verpfändet. Ja, es wird auf dich gehandelt an der Börse. So ist es. Zwar nicht tatsächlich in der Form, wie wir das häufig verstehen, sondern hier spielt eben Person Mensch eine Rolle. Aber auch der Körper spielt eine wichtige Rolle, nach wie vor. Der Körper hat eine wichtige Funktion. Also seine Argumentation zu sagen, ich fühle mich genauso geschützt mit dem Helm, wie mit dem Turban, beziehungsweise mit dem Turban wie mit dem Helm, die ist schlichtweg ungünstig. Denn darum geht es nicht. Die Frage wäre gewesen, auf welcher Basis bin ich denn verpflichtet, einen Helm zu tragen? Und hier hätte es ausgereicht, wenn besagter Turbanträger gesagt hätte, ich bin einzig und alleine privat unterwegs und dann trage ich meinen Turban. Mhm. Das wäre absolut in Ordnung. Interessant. Wäre nicht vom Gericht gekippt worden. Interessant fand ich aber eben, dass die Religionsfreiheit ja eigentlich ein sehr hohes Gut ist. Wir wissen ja, dass bestimmte Dinge wie Schächten in Deutschland oder Beschneidung und sowas, da sagt man immer, ja, die Religionsfreiheit, die ist so hoch. Die hat aber nicht in Anspruch genommen. Die menschliche. Die hat er nicht in Anspruch genommen in seiner Erklärung, indem er gesagt, er fühlt sich durch den Turban besser als durch den Helm geschützt. Gut. Das war sein Fehler. Hätte er aber gesagt. Es wird ja geschrieben, dass die Religionsfreiheit da nicht gegriffen hat. Aber das stimmt aber nicht. Darum ging es gar nicht. Er hat sie nicht ins Feld geführt. Denn das Gericht argumentiert ja nicht mit der Religionsfreiheit, sondern argumentiert mit der geringen Schutzwirkung des. Daran siehst du es sehr deutlich. Nochmal, damit es nicht untergeht, hätte der Turbanträger gesagt, ich bin alleine und ausschließlich, nur wenn ich privat unterwegs bin, trage ich den Turban. Dann unterliegt er nicht den künstlichen Konstrukten dieser Konstruktion, die nämlich immer basiert auf einer handelsrechtlichen Struktur einer Lizenzvergabe. Und daran liegt das. Ist hochspannend.
Er hat es nicht gewusst und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, fast wir niemand. Haben am Anfang gesagt, sich damit zu befassen ist wichtig, weil man dann eben solche Dinge vielleicht besser argumentieren kann. Dann kann das funktionieren, ja. Okay, sehr interessant. Gut. Ich habe im Grunde nur noch zwei Meldungen. Ja, ein paar Zeitungen. Ja, habe ich. Wobei, lass mich mal kurz gucken, du hast doch auch was. Das ist nicht viel. Ich habe Kleinigkeiten. Asylkrise, Merkel sagt überraschend Reise nach Davos ab, also zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja, manche haben ja sogar schon gemutmaßt, sie wäre vielleicht schon auf der Flucht nach Paraguay. Ja. Also wir haben sie länger nicht gesehen und den Herrn Gauck ja auch nicht. Also ich habe ihn lange Ich habe ihn gar nicht vermisst, muss ich einfach sagen. Aber überhaupt nicht. Aber umso mehr fällt er auf, wenn er dann auftritt. Das stimmt. Dann macht sich ein schwefliger Gestank breit. Im Übrigen gibt es ein wunderbares russisches Sprichwort. Da, wo der Teufel nicht selber hingehen mag, schickt er ein altes Weib oder einen Pfaffen. Das ist genau die Methode, die hier funktioniert. Das stimmt. Ja, ich habe eine Meldung, die können wir noch zeigen. Guck mal hier, das ist da. Ahne, welche Zeitung? Hast du Handschuhe mitgebracht? Das ist einmal Handschuhe total widerlich. Man hat's mir geschickt. Sollten wir eigentlich mal so eine Kiste mit einmal Handschuhen hier hinstellen? Also immer wenn wir die Bildzeitung aufblättern. Okay. Ja. Guck mal hier, das zeigt doch mal. Das ist doch eine. Da musst du zurückzoomen, Peter. Das ist ein ganz großes. Look at the big picture. Das hier ist ein Bild, das kennen wir bisher nur. Du wirst dich sicherlich erinnern als Sammelbild. Aus den englischsprachigen Medien, wo man so eine Art Gesamtgeschehen abbildet. Ja. Und hier sind enorme Dinge zu sehen auf diesem Bild. Ich habe es dankenswerterweise wieder geschickt bekommen. Wir sehen dort oben hinten beispielsweise am Haus dieses Zeichen von Paris hängen. Und oben brennt, Explosion. Die Hütte brennt. Ja. Und oben sieht man die Drohne am Himmel. Ja. Wir sehen die Frau Merkel mit erhobener Faust, Freundschaft. Ja. Also wir sehen überall enorme Merkwürdigkeiten. Und wir schaffen das, hat sie dort umgehängt. Und im Hintergrund sehen wir andere Politiker, die dort am Tisch gemeinsam stehen. Wir sehen den Sportler, der so ein bisschen Beifall klatschen steht. Wir sehen der Hund, der dem ehemaligen FIFA-Präsidenten ans Bein pinkelt. Also man hat sich hier versucht, mit dem, was wir auch schon an anderer Stelle besprochen Economist, hier so eine Art Zukunftsaussicht zu präsentieren. Und die ist düster. Ja. Die ist sehr dynamisch, da geschieht ganz viel. Und wenn auch Merkel hier vorne steht, sie steht sehr alleine. Ja. Sie steht alleine, ein bisschen trotzig, ein bisschen dümmlich da, mit erhobener Faust. Rotes Kleid. Rotes das ist ja alles düster, ist ja alles schwarz. Und da, wer steht neben ihr links? Guck mal. Ich kann es gar nicht erkennen. Sag mal, links. Das ist so eine eigenartige Figur. Können wir die ein bisschen besser sehen? Jedenfalls weiter da hinten sehen wir noch ein Stückchen zurück, würde ich sogar sagen, Peter, in die andere Richtung. Auf jeden Fall, wenn du ein Stück weiter gehst, da sehen wir unter dem Tisch, guck mal, wen sehen wir denn da? In Form einer beliebten kleinen Figur aus dem Kino, siehst du ihn? Ach so, so Minion. Minion, ich wusste den Namen nicht mehr. Ja, ja, genau. Was machen denn die Minions, Joe? Die dienen dem Bösesten. Ja. Und wo hocken sie? Gut. Jetzt guck doch mal bitte. Unterm Tisch. Unterm Tisch. Da, wo sie glauben, wo sie die bösesten Kerle finden. Merkel ist nicht mehr ganz so spannend. Da ist eher so ein anderer Kasper neben ihr. Okay. Ja, da kann man wahrscheinlich lange retten. Also macht einen Screenshot und guckt es euch an. Interessantes Bild, aber ich lege das gleich klasse wieder weg. Ja, also man bemüht sich auch so ein bisschen mitzumachen und irgendwo kommt hier die Bild-Zeitung im Ursprung. Aber am Himmel ist auch einiges los. Da gibt es Raumschiffe und Star Wars und zurück in unsere Zukunft, Back to the Future, Drohne und so weiter, wie du gesagt hast. Toll, oder? Ja. Was kommt da auf uns zu? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Wir werden es sehen. Also, ich habe nur noch drei Meldungen. Ja. Und wir können, lass mich mal auf die Uhr schauen, dann ein wenig noch über die energetischen Qualitäten. Das ist mir auch sehr, sehr recht. Ja. Ich möchte auch darauf hinweisen, ich selber im zusammen energetischen Umgang mit meinen verbundenen, interessierten Lesern und Abonnenten und Mitgliedern lege auch immer mehr Wert, dass wirklich jeder für sich selber seine eigenen inneren Strukturen betrachtet, weil das braucht Klarheit jetzt. Ja. Und wenn diese Dinge der Klarheit dienen, sind sie super und toll, aber wenn sie nur zur Angstmache dienen oder wenn sie zur Verwirrung dienen, das soll nicht sein, sondern sie sollen dir aufzeigen, Achtung, hier passiert was, wach auf und
Es passiert etwas, das mit Absicht geschieht. Und wenn du das alleine bemerkst, wir haben so häufig schon gesagt, wir sind wie in einem Zirkus, in dem der Jongleur auf einer Menschenmenge in einer Pyramidenform steht, ganz oben. Wenn die Leute unten weggehen, fallen alle rein. Ja. Und deswegen, wir müssen hingucken, damit wir weggehen können. Im Moment glauben viele, dass es gar kein anderes gibt, wegzugehen. Energetisch nicht mehr versorgen, das ist sehr wichtig. Ja. Ich habe, wie gesagt, drei Meldungen. Lass mich kurz schauen. Diese hat noch so ein bisschen Bezug zu dem Kampf gegen die Kulturen. Und hier nochmal ausdrücklich, es wird ein Kampf gegen beinahe alle Kulturen geführt, weil jede Kultur wird gefährlich. Ja. Immer dann, wenn kulturelle Wurzeln tatsächlich vorhanden sind, wird etwas Größeres, etwas Wichtigeres in dir berührt, was über deine eigenen Vorstellungen von gutem Leben hinausgeht. Und das ist nicht gewollt. Und es wird uns sehr häufig gesagt, das gibt's auch gar nicht. Und alles, was größer ist und eine größere Tiefe hat, seien es die großen Denker oder Dichter, die werden immer heruntergerissen und werden schlecht gemacht und werden kleingeredet, damit wir an diesen Stellen bloß nichts vermuten, was ein größeres, wichtigeres Verständnis erzeugt. Ja, jeder Rapper ist heute mehr wert als Goethe oder Schiller. Oder Schiller, ja. Schiller. Sag mal, die Welt hat ein neues Logo? Ja, oder? Die Welt hat ein neues Logo, ganz genau. Das ist sehr richtig, ja. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Mhm. Und dieses neue Logo hat auch durchaus eine wichtige Funktion. Ich bin an diesen Themen dran. Es gibt noch zwei, drei weitere Logi. Und da möchte ich gerne auch was dazu mitbringen. Ja. Also hier gibt es eine britische Politikerin in dieser Meldung, die fordert, dass Moscheen ohne Minarette aufgebaut werden und eine bessere Anpassung an das englische Stadtbild erhalten. Es wäre eine Geste der Verbeugung vor dem Kulturerbe des jeweiligen Landes. Mhm. Also es ist enorm wichtig, dass wir diesen Satz aufdröseln. Eine Geste. Mhm. Eine Geste ist immer etwas, was aus einer Freiwilligkeit, aber ohne Anspruch entsteht. Ja. Also wir sollen uns bitte verbeugen. Ja. Und interessanterweise spricht sie nicht von England, sie spricht von den jeweiligen Ländern. Also hier wird ganz bewusst schon über mehrere Länder gesprochen, die ihre eigene Kultur oder das, was sie dafür halten, durchaus mit einer freundlichen Geste behalten dürfen, wenn in Wahrheit in der Verpackung der alten Kultur das Neue heranreift. Hier heißt es nämlich weiter, beim Neubau von Moscheen in Großbritannien sollen Architekten und Designer künftig typisch englische Gebäude entwerfen. Das hat die ehemalige Staatssekretärin im Außenministerium und erste muslimische Frau im britischen Kabinett, Frau Warsi, laut Medienberichten gefordert. Und sie hat ganz sicherlich ein ganz gutes Gefühl dafür, dass wenn man zu schnell alles verändern will, dass es auch Gegenbewegungen gibt. Die konservative Politikerin, auch interessant, dass man sie als konservative Politikerin beschreibt, sprach von der Notwendigkeit eines neuen Modells für einen authentischen, sehr britischen Islam. Also wir machen uns einen britischen Islam so, wie wir ihn haben wollen. Und das könnte durchaus auch die Abschaffung der typischen Minaretttürme bedeuten, erklärt Warsi. Es gibt keinen Grund, weshalb Moscheen nicht englischen Dorfkirchen ähneln könnten. Was wir hier sehen, ist eine ganz perfide Form von Betrug. Ja. Wir bekommen an ganz vielen Stellen einen Vanillepudding präsentiert und in Wahrheit ist es eine Creme, die mit irgendwelchen künstlichen Geschmacksstoffen nur nach Vanille schmeckt. Ja. Wir bekommen hier Kirchen präsentiert, die so aussehen, als hätte sich nichts geändert und in Wahrheit möchte man eine völlig andere Kultur unbemerkt überall etablieren. Und wir haben in vielen der Kirchen hier eben auch inzwischen Sender von Handymasten, die dort unbemerkt auf diese Art und Weise in den Kirchtürmen ihren Platz gefunden haben. Also wir bekommen in einer Verpackung etwas ganz anderes geliefert. Und es geht um die Vermischung der Kulturen und ich habe, vielleicht passt das gerade. Beide Kulturen sollen zerstört werden, beide Kulturen. Ja. Ja, Vermischung ist ja eben, du kannst ein Omelett nicht wieder zu Eiern zurückmachen. Ne? Wenn die Eier erstmal zerschlagen und vermischt sind, dann kannst du, ist einfach so. Und Thomas Bernhard, weil sich das auf Köln bezieht und auf darauf bezieht, unser Planet steckt voller Spinner, die gegen die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern und sich der Erkenntnis verschließen, dass die Logik der Ökonomie obsiegen wird und nur sie die Menschen überzeugen kann.
Diese Logik erfordert eine Globalisierung, die sowohl multikulturell als auch multirassisch sein muss und so weiter. Aber komischerweise, lieber Joe, lass mich dich unterbrechen, gibt es keine Erklärung, warum das so ist. Nein. Es sind nur schlichte Behauptungen und diese Behauptungen werden durch weitere Behauptungen bestätigt. Wir wissen, dass das so ist und deswegen muss das so sein. Wir hatten dieses Thema schon angesprochen. Genau. Es ist eine sehr primitive Form, die nämlich leicht erkennbar ist, aber sie reicht aus, denn sie wird durch alle Hörner hindurch verkündet als Wahrheit. Und das, was wir erleben, ist eben der Zusammenbruch auf der ganzen Welt. Die USA, die Vorreiter auf der äußeren Ebene der Scheinideologie, können selber im Moment einmal nicht mehr die eigenen Kinder versorgen. Wir haben über 50 Millionen inzwischen bei den Food Stamps. Wir haben ein völlig kaputtes, völlig zerstörtes Land. Selbst Obdachlose an den Straßen. Also da gibt es auch Bilder, wo man sagt, das ist doch nicht Amerika. Und das wird uns als Beispiel präsentiert für ein Land, das eine neue Kultur für sich beansprucht. In Wahrheit aber zunächst einmal die vorhandene Kultur der Ureinwohner völlig zerstört hat und dann Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen dazu gebracht hat, natürlich in einer friedlichen Koexistenz zu leben. Aber nach wie vor siehst du am St. Patrick Day oder an anderen Tagen, wie stark noch die alten kulturellen Bande da sind. Oder, man muss leider sagen, das, was man dafür hält. Denn vieles von dem, was wir heute für unsere deutsche Kultur halten oder annehmen, ist in Wahrheit schon längst eine Neukultur, die man uns schon mehrfach sowas, immer wieder neu übergestülpt hat. Aber es wird eben radikal durchgezogen und Thomas Barnett schreibt eben, doch sollte sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, legt sie um. Also nur mal um zu sagen, dass das also wirklich mit Radikalität, also unbegründet, warum es so sein wird, aber es wird durchgezogen mit aller Gewalt. Die Vorstellung der Gleichheit führt zu Ungerechtigkeit für alle. Ja. Sowohl für diejenigen, die sich jetzt auf diese Art etwas privilegierter meinen und einschätzen und sagen, aha, ich bin jetzt bei diesem Gleichheitssystem besser weggekommen, als derjenige, der bisher vielleicht, als es dieses System noch nicht gab, Sonderstellungen hatte. Das wird jetzt nivelliert. In Wahrheit aber wird alles nach einem gleichen Schema zu einer gleichen Suppe zusammengerührt. Und die ganzen Qualitäten, die wir so sehr schätzen auch, warum fährt jemand nach Italien oder nach Spanien oder nach Portugal, weil er eben dort die landesspezifischen Qualitäten schätzt und eben auch eine bestimmte Kultur. Ja. Dort ist man vielleicht ein bisschen weniger genau und man ist ein bisschen fröhlicher. Aber diese Dinge verlieren ihre Qualität genauso durch das Zusammenschluss wie diejenigen, die andere Qualitäten in sich tragen. Es wird etwas daraus gemacht, dass man uns als eine Befreiung präsentiert, in Wahrheit aber die perfideste und übelste Form des Rassismus ist, denn jegliche Individualität der eigenen Kulturen wird zerstört und soll mit böswilliger Absicht zerstört werden. Und es geht nicht um die Verblendung solcher Menschen, sondern um deren Absicht. Ja. Und diese Absicht kommt in einer Begründung daher, die nicht verstanden werden kann und die auch gar nicht von diesen Menschen geglaubt wird, sondern sie haben einfach ihr Ziel im Auge und müssen dazu mit einer Story einherkommen und es werden in den Schulen, in den Universitäten, in den Kitas, in den Kindergärten Menschen diese Struktur verkauft und dann von dem Spezialisten immer wieder bestätigt. So der hat das ja geschrieben. Jetzt. Das ist ja ein großer Denker. Gut. Ja, okay. Ja, das als Punkt. So viel zu den Moscheen. Ich zeig mal das Weltbild nochmal. Ja, das Logo hat sich geändert, richtig. Hier, einfach ungewohnter Anblick. Und ja, es ist viel stärker. Alles in Großbuchstaben. Bold, außer das E. Bold, ganz genau. Und wir haben die Weltkugel richtig stark eingebunden dazwischen. Aber sehr viel nordamerikanische. Aber was sind das für Inseln? Müsste man nochmal analysieren. Ach nee, das ist Afrika. Afrika. Aber du sagst, du befasst dich noch damit. Ich werde das noch tun. Okay. Ich habe als Meldung der internationalen und weltweiten Bewegung dann nochmal die radikalen Rancher. Ja. Bewaffnete besetzen Nationalparkverwaltung. Es klingt wie der Plot eines Westerns.
Rinderzüchter scheren sich nicht ums Gesetz und greifen zu den Waffen, wenn der Staat doch einmal versucht, seine Autorität durchzusetzen. Diese Geschichte spielt aber Anfang 2016 in Oregon. Also hier wird uns natürlich schon gleich die Prägung für das, was noch kommt, gegeben. Also hier scheren sich die Rinderzüchter nicht ums Gesetz, greifen einfach zu den Waffen. Und wenn der Staat es jetzt doch einmal versucht, seine Autorität durchzusetzen. Also hier wirst du schon geprägt, du weißt, was du zu erwarten hast und entsprechend kommt dann diese Meldung. Mitglieder einer Bürgerwehr und andere Aktivisten haben aus Protest gegen die US-Regierung das Verwaltungsgebäude eines Naturparks in Oregon besetzt. Die bewaffneten Milizmänner wollten dort notfalls mehrere Jahre ausharren, wie ihr Anführer Ammon Bundy der Tageszeitung The Oregon sagte. Seinen Angaben zufolge haben etwa 100 Menschen sich ihm angeschlossen. Sie seien bereit, Gewalt anzuwenden. Und dann geht es weiter, dass über Facebook er jetzt andere eben auch auffordert, zur Waffe zu greifen und zu ihnen zu stoßen. Und als Erklärung, was alles der Hintergrund ist, steht hier. Entzündet hatte sich der Protest an der Verurteilung von zwei Ranchern zu 5 Jahren Haft wegen Brandstiftung. Den beiden, Vater und Sohn, wurde laut Medienberichten angelastet, auf Land der Bundesregierung ein Feuer gelegt zu haben, um Spuren von Wilderei zu verwischen. Sie sollen sich am Montag im Gefängnis melden. Bundy und seine Anhänger sprechen von Machtmissbrauch der Behörde. Sie sagen, die Rentscher seien schlicht für ihre Weigerung bestraft worden, ihr Land an die Bundesregierung zu verkaufen. Mhm. Also wer ein bisschen genauer hinhört, kann Folgendes feststellen. Tatsächlich werden, und das ist nicht nur in den USA der Fall, bestimmte Gebiete okkupiert. Mhm. Sie werden, und das muss man sehr genau betrachten, in Besitz genommen. Nicht zum Eigentum erklärt. Sehr wichtig, diese Differenzierung. Das geschieht übrigens hier in der Bundesregierung nach meinen Informationen im Moment ganz, ganz gewaltig. Genau das Gleiche. Es wird einfach in Besitz genommen, aber es gibt kein Eigentumsrecht. Und genau das Gleiche geschieht hier in den USA. Es werden einfach bestimmte Gebiete von der US-Verwaltung okkupiert. Und ich habe schon darauf hingewiesen, man muss eben wirklich unterscheiden in den USA, dass diese US-Regierung, US, eine Firma ist. Ja. Und dass auch diesen Ranchern ganz bewusst ist und dass diese Themen in diesem Kontext auch immer mit auftauchen, ja, aber hier keinen Niederschlag finden, weil das natürlich alles Quatsch ist. Aber in Wahrheit sind das alles Ausdrucksformen eines veränderten Bewusstseins und dass eben diese Ranchern es sich nicht gefallen lassen, von einem Firmenkonglomerat sich ihr Land wegnehmen zu lassen. Und das ist das, was jetzt dort wirklich zu bewaffneten Protest geführt hat. Und es ist eine Bewegung, die bestimmt nicht die letzte sein wird. Ich finde das sehr interessant. Weißt du, was aktuell ist? Ein paar Tage ist das ja schon. Man hätte ja jetzt auch mutmaßen können, dass man schon mit Gewalt jetzt das die geräumt hat. Aber scheinbar ist das nicht so einfach. Das geht weil nicht. Normalerweise geht das nicht, weil tatsächlich die US-Verwaltung gar keine Rechte hat, wenn man sich auf die staatlichen Strukturen beruft. Wir haben hier die Parallele zu unserer Situation. Ja. Es gibt die 50 Staaten der USA, also 48 plus 2, und hat gleichzeitig aber 50 Pseudostaaten gegründet. Und diese 50 Pseudostaaten lassen sich auch sprachlich schon unterscheiden. Es gibt eben California State, das ist der echte Staat. Ja. Der Staat Kalifornien, der Bundesstaat, der State tatsächlich eben ein, und dann genau, und dann gibt es State of California, das ist die Kunstkonstruktion. Wenn Sie also in der Lage sind, sich auf die echte staatliche Struktur zu berufen und beispielsweise Ihre Staatsangehörigkeit als Texaner einfordern, das in Amerika durchaus geht, übrigens in Amerika durch einen Schwur geleistet werden kann, dann hat die Bundesbehörde keinerlei Recht. Natürlich können Sie auch an diesen Stellen Willkür behalten lassen und können sagen, das könnte so gefährlich werden für uns. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, kann eben feststellen, dass auch der Bürgerkrieg in den USA einen ganz starken Bezug zu dieser Thematik hatte, der sich befreien wollenden Bundesstaaten. Aber es gibt inzwischen viele Sheriffs, die eben sagen, Moment, ich bin der Sheriff von Texas und zwar vom Staat und ihr Bundesfuzzis, wenn ihr kommt, verhafte ich euch. Ja. Also wir haben hier die gleiche Situation und bei der Gelegenheit schon nochmal ein wunderbarer Hinweis zur Bundespolizei, die nämlich gar nicht außerhalb des Bahnhofs tätig werden darf. Ja. Nur auf den Vorplätzen und zum Bahnhofsbereich zugehörigen Bereichen, weil sie eben genauso in der Situation steckt, wie hier die US-Polizei.
Government-Regierung, die in Wahrheit natürlich auch dieses Konstrukt geschaffen hat. Das, was wir hier sehen, ist eben ein Konstrukt aus der gleichen Feder der gleichen Architekten. Also eine Firmenpolizei, die am Bahnhof im Grunde so ist es. Da tätig ist und außen eben eine andere. Genau. Ja. Und so sieht es hier auch aus. Also es ist spannend, wird man mit Willkür vorgehen, wird auch davon abhängig sein, ob die tatsächlichen bundesstaatlichen, echt staatlichen Strukturen möglicherweise hier in die Bresche springen. Ja. Und das ist in Texas gut möglich. Es gibt Dutzende von Sheriffs, die sagen, ja, wir lassen uns von Bundesleuten gar nichts sagen. Sehr spannend, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Und du hast die letzte Meldung. Und ja, eine Meldung, die hatte ich beim letzten Mal schon dabei und sie ist mir irgendwie abhanden gekommen. Sie ist vom 16. Dezember. Der prominente Koch Jamie Oliver hat gegen McDonald's ein Gerichtsverfahren gewonnen, in dem er bewies, dass die Fastfood-Kette anstatt Fleisch Fett und Ammoniak verwendet. Also das muss man einfach erwähnen, auch um hier wirklich jeden zu warnen. Das ist keine Nahrung, das ist die Überschrift. Der Chefkoch öffnete die erschreckende Wahrheit darüber, was in Wirklichkeit in die leckeren, in Anführungszeichen, Hamburger und Nuggets reinkommt. Nach den Aussagen von Jamie darf man das, was McDonald's serviert, nicht als Nahrung bezeichnen. Was bezwecken die Massenattacken an Werbung, die Coca-Cola und Co. so hoch anpreisen? Man kann sich nur schwer vorstellen, welche Summen für solche Werbung ausgegeben werden, so sagt er hier. Und diese Werbung richtet sich gezielt an die Jugend und hier wird ganz viel Aufwand betrieben, um die Menschen regelrecht zu vergiften. Und hier heißt es dann weiter, wie es eben geschieht, sagt er. Und wenn doch, dann stellt man die Burger, egal in welchem Land, mit Hilfe gleicher Technologien her, nämlich aus gewaschenem Rinderfett. Dieses Rinderfett wird in Ammoniumhydroxid gewaschen. Wenn dieser Prozess nicht stattfinden würde, dann könnte man das angebotene Menü McDonald's nicht ohne Tränen betrachten, sagt der Koch. Hier haben wir übrigens gleich noch ein Bild, das können wir dann nochmal zeigen. Jamies weiteren Aussagen nach nimmt die Fastfood-Kette ein Ausgangsprodukt, das nicht mein Hund essen würde, und macht daraus mit Hilfe von chemischer Bearbeitung eine Substanz, die der Mensch essen kann. Nicht nur die Vortäuschung in diesem Fall ist aufsehenerregend, denn Ammoniumhydroxid ist giftig für den menschlichen Organismus. Die Farbe der Produkte ändert man auch mit Hilfe von Chemie. Während seines Interviews mit dem Daily Mail demonstrierte Jamie, wie man aus Fett, Haut und inneren Organen etwas herstellen kann, das wie Fleisch aussieht und essbar ist. Wie kann ein vernünftiger Mensch Kindern Fett mit Ammoniak servieren und warum? Die Mischung, die man bei diesem Experiment bekam, hat sehr nach rotem Schleim ausgesehen. Nach ein bisschen Geduld in irgendeiner Fabrik und es sieht nach Fleisch aus. Aussehen, Geschmack und Geruch. Zum Schluss muss man sagen, dass die Verwendung von Ammoniumhydroxid seit des Ministeriums für Agrarwirtschaft der USA erlaubt ist und es keine Kennzeichenpflicht dafür gibt. Also das ist das, was jetzt eben entsprechend hier herausgekommen ist. Es ist nicht mal als Nährboden für Schimmel anwendbar. Und kann im Grunde auch nicht mal verrotten. Und das geschieht eben in der Kombination mit dem angebotenen Spielzeug, natürlich eben auch noch mit Aspartam und allen ähnlichen Dingen. Was hier das Interessante ist, dass er das eben vor einem Gericht durchgesetzt hat. Dass man es sagen darf. Und das ist eine erstaunliche Besonderheit, die uns... Ich zeig nochmal das Bild. Ja, genau, das Bild kannst du mir mal zeigen. Ja. Sprich ruhig weiter, ja, dieser Schleim. Hier kann man eben diesen Schleim sehen, aus dem dann die wunderbaren Produkte produziert werden. Grün. Ja, ich möchte das aus zwei Gründen eben verstanden wissen. Zum einen, dass es eben immer doch wieder auch eine andere Form des Ausganges gibt, die sich präsentiert. Ja. Hier ist ein Gigant wirklich von einem Zwerg besiegt worden, denn die Dinge sind nicht angenehm für diesen Hersteller. Und auch eine solche Wiederholung jetzt durch uns kann ihnen nicht gefallen. Aber es hilft halt nichts. Nun könnte man theoretisch sagen, dann stellen wir einfach gute Produkte her. Was wäre denn das? Aber das ist genauso wenig der Fall, wie auch von den politischen Parteien nie die Frage gestellt wird, was wäre denn richtig und gut, sondern wie kommen wir besser an? Ja. Und das ist immer das, was uns aufzeigt, dass es nicht um Qualität geht, sondern im Gegenteil genau um das, was hier produziert wird. Und wir werden, und das ist dann mein Übergang, eben auch energetisch durch Nahrung sehr, sehr stark beeinflusst. Ja. Und das schon seit langer, langer Zeit. Wir werden verroht. Weil es keine
Nahrung mehr isst. Aber schlägt auch zurück, weil McDonald's hat auch große Einbußen, muss viele Filialen schon weltweit schließen. Das heißt, es läuft auch nicht mehr ganz so, dass es immer mehr McDonald's-Filialen gibt. Aber gut, das ist ein anderer Aspekt. Aber wir werden vergiftet mit Absicht. Und gerade das, was uns am meisten angepriesen wird. Von einem Gigant. Ja, genau. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, mein lieber Joe, als man mir erzählt hat, als McDonald's ganz neu nach Deutschland kam. Da war ich kurz vorm Abi, glaube ich, oder so. Also jedenfalls in der Schule. Und erinnere mich, dass es dann Geschichten gab wie, ja, es gibt eine Hamburger Akademie, alles wird perfektioniert, die Pommes frites kommen auf die Grad genau, in einem richtigen Moment, in Sekunden, die Brötchen sind perfekt, alles wird auf das höchste, bestmögliche Niveau gebracht. Und diese Geschichte glauben viele Leute. Diese Geschichte wird heute noch in Marketing-Seminaren erzählt. Okay. Es ist ein vollkommener Bullshit. Und das passt in diesem Fall besonders gut. Denn es ist nichts anderes als das, was du auf dein Brötchen bekommst. Okay. Und wir müssen einfach wach werden und lassen uns so leicht veräppeln und verscheißern, dass wir hier an diesen Stellen solcherlei Hinweise nicht nur im Einzelfall, sondern auch übertragend an vielen Stellen voraussetzen können. Und Nahrung ist eben ein Mittel, um uns auch in einem bestimmten Schwingungsbereich zu halten. Das ist richtig. Und da würde ich jetzt wieder auf den Anfang zurückkommen, nämlich auf die Situation mit Köln. Auch da, ich habe ja eine Sendung drüber gemacht, ist es ganz klar, dass die Schwingung damit runterkommt, mit dieser ganzen Situation. Die Frauen haben Angst. Wir sind alle aufgewühlt. Ich habe das sehr deutlich gespürt im Feld, dass die Schwingung natürlich ganz schwer dann noch, dass du da fröhlich sein konntest in dieser Zeit, als das so hochkochte. Das ist natürlich auch eine Absicht, weil wir in einer Zeit leben, wo eigentlich der Bewusstseinswandel stattfindet und die Energie höher gehen sollte. Scheint man sie jetzt auch nochmal mit solchen Aktionen runterzubringen. Und das muss man sich bewusst machen. Dann kann man natürlich sagen, wenn es mir bewusst ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich steuere bewusst dagegen an. Wenn es mir nicht bewusst ist, dann werde ich eben davon runtergezogen. Also diese energetischen Qualitäten, das hatten wir ja ganz am Anfang schon angesprochen, kommen in unterschiedlichen Wellen auch daher. Ich spreche jetzt nicht von den gemachten Energien, sondern von den archetypischen Qualitäten, die bestimmte Qualitäten in sich tragen und stellvertretend stehen für bestimmte Strukturveränderungen, für bestimmte Formen, die dann mehr oder weniger stark werden. Andere Formen treten zurück, wenn diese Energie kommt. Das ist etwas, das in uns spürbar wird und das teilweise auch in uns selber ein unbekanntes Gefühl hinterlässt. Und dieses unbekannte Gefühl, weil diese Energien teilweise sehr, sehr alt sind, führt auch häufig zu einer Fehlinterpretation durch den Kopf. Also der Kopf macht daraus dann eine Problematik und sagt, oh ja, klar, dies oder das ist und ich habe dies Problem und jenes. Ich empfehle immer, diese Energien einfach zu betrachten, wie sie sind, in ihrer Form, mal angenehm, mal weniger angenehm und sagen, okay, das ist das, was jetzt da ist. Boah, das ist aber übel. Okay. Und dennoch ist es jetzt da, es wird bald weg sein. Aber im Moment versuche ich, diese Qualität einfach wahrzunehmen, nicht sie besonders zu hofieren oder mich besonders anzupassen oder einzuschleimen bei ihr, sondern einfach zu sehen, aha, das ist das jetzt. Und manchmal, wenn ich das auf diese Art tue, kommen auch genau die damit in Verbindung, in Resonanz stehenden Kräfte, die quasi darauf warten, dass diese Energie sie befreit, in Gang. Mhm. Und das möchte ich noch sagen. Also diese alten Ahnenthemen, die sind nicht schön. Das ist nichts, wo man sagt, ach, jetzt geht's mir nur gut, sondern es sind häufig Themen, die mit Unterdrückung zu tun haben, häufig Themen, die mit Existenzangst zu tun haben, häufig Themen, die mit Unfreiheit, mit Unterdrückung zu tun haben. Und das Thema Vergewaltigung steht stellvertretend dafür. Wir werden vergewaltigt seit Jahrhunderten. Ja. Und diese Vergewaltigung findet in einem solch großen Maße statt. Und sie wird nur verschleiert dadurch, dass man manchen sagt, das muss so sein. Und das haben wir verdient. Und das ist Absicht, dass diese Dinge auf diese Art uns interpretiert werden. Das muss uns klar werden. Es ist
an der Zeit der Befreiung. Und diese Befreiung kommt nur, indem wir die Energien, die eben da sind, dafür nutzen. Und ja, seien sie auch so merkwürdig und unbequem und vielleicht auch ein Stück weit ungewohnt. Also das ist mein wichtiger Hinweis. Ja, also eine Chance jetzt, also oft, so sehr es uns beutelt und so unangenehm sich das anfühlt, kommen eben Sachen, hochalte Themen, mit die mit Kulturen und mit Ahnen und alte, eben sehr alte Sachen, die hochkommen. Wir haben eben die Chance, jetzt sie neu zu betrachten, sie bewusster zu sehen und eben uns da nicht reinziehen zu lassen in das Spiel, was da gespielt wird. Ja. Und wir müssen eben einfach da bewusst hingucken und sagen, dass egal, die Ideologien, die wir vorher hatten, die waren nicht die Wahrheit. Das, was uns jetzt angeboten wird, nämlich als fast eine 180-Grad-Wendung, ist auch nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist eigentlich in uns. Und die Wahrheit bringt immer das, was gebraucht wird. Und die Wahrheit hat den ganz großen Vorteil gegenüber der Lüge, dass sie nicht ständige energetische Versorgung bedarf. Das ganze System, was wir haben, muss und musste seit Jahrhunderten und wird seit Jahrhunderten energetisch versorgt, in unterschiedlichen Formen. Da wird immer wieder ein neuer Deckel drüber gesetzt. Dann kommt noch ein neuer Deckel. Und an diesen Deckeln werden wir häufig auch abgeschnitten. Aber zum einen kommt Druck von unten und zum anderen ist es auch so, dass wenn der Deckel nicht mehr festgehalten wird, dann rutscht er vom Topf. Mhm. Und das erleben wir jetzt. Also ein ständiger Aufwand, um eine Lüge aufrechtzuerhalten, ist nicht vergleichbar mit der Wahrheit. Die Lüge ist nicht das Gegenteil der Wahrheit, ist nicht die Polarität zur Wahrheit, sondern die Wahrheit ist und die Lüge ist nichts. Ja. Die Lüge muss künstlich erzeugt werden. Ja. Und das ist das, was so wichtig wird. Und wir selber sind leider so verdreht, dass wenn die Wahrheit im schönen Gewand kommt, dann laden wir sie ein, auf dem Schoß Platz zu nehmen. Wenn ich mit Christen zu tun habe und ich äußerst stark provoziert werde, dann könnte es geschehen, dass ich sage, selbst wenn der Teufel käme und wird sich auf deinen Schoß setzen, würdest du ihn sicherlich beherbergen. Aber wenn der liebe Gott anklopfen würde oder Jesus, dann würdest du wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung von ihm haben, wie er auszusehen hat. Ja. Und das meine ich natürlich übertragen. Ja. Und wir haben eine Vorstellung, wie die Dinge zu sein haben. Aber es ist viel klüger, das anzusehen, was ist, unsere Vorstellung über Bord zu werfen, den Aufwand einer solchen Illusion nicht mehr zu leisten und dann in sich selber auch die ganz wichtige Frage zu stellen, was bleibt übrig, wenn all diese Ideologien von mir verschwunden sind. Und das ist das, was immer war. Fast ein Schlusswort, aber ich würde sagen, wir sehen jetzt, dass auch die Leute im System sozusagen, die das alles mitgemacht haben, die diese Ideologien mitgemacht haben, die jetzt natürlich den Umbau des erleben und nicht wissen, warum, dass die vielleicht dann auch irgendwann sagen, ich mach da nicht mehr mit. Der Polizist, der auch der Journalist in der Zeitung, der sagt, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Der McDonald's-Filialleiter oder alle Leute, die müssen ja, die haben ja bisher funktioniert, System. Der Rechtsanwalt. Alle. Und wir haben eben gesehen, dass eben auch die Wirtschaft bröckelt, also massiv, dass das also zusammenbrechen wird. Und das können wir eben beobachten, weil ich habe da keine Aktien drin. Ich habe da keine Angst. Viele Dinge können einem Sorgen machen, aber was ich erleben werde, wird immer etwas sein, was mit mir in Resonanz steht und wo ich eine Gelegenheit habe, da etwas neu zu betrachten. Ja. Deswegen ist es wichtig, jetzt da nicht in die Sorge und in die Angst zu gehen und sagen, oh Gott, das wird alles immer schlimmer, was ich von viel höre. Ja, es scheint jetzt schlimmer zu werden, weil die Dinge jetzt ans Licht kommen. Das heißt aber nicht, sie waren ja immer da. Die waren vorher nicht besser. Ja. Und das, was wir jetzt sehen können, man kann sagen, die Lage spitzt sich zu. Und dieses sich zuspitzen bringt auch Energie und bringt auch Notwendigkeit im Gepäck. Ja. Also die Notwendigkeit ist das ganz, ganz Wichtige und die kommt in der Regel nicht freiwillig. Notwenden, da ist es ja auch genau, drin. Das ist ganz, ganz richtig, die Notwende. Und ich würde gerne vielleicht so was Konkretes zum Abschluss noch anbieten. Mhm. Wir haben das Thema Ahnen angesprochen, denn hier kann jeder ein wenig auch tun. Und das klingt immer so abstrakt. Ich halte es für ein ganz, ganz wichtiges Thema, irgendwo sich dort energetisch zu verbinden. Ja, alte Fotos, alte Familienbücher. Richtig, richtig. Auch die eigene Endlichkeit und dass sich immer wieder neu
in unterschiedlichen Formen selber betrachten, kann bei dieser Gelegenheit sehr schön erkannt werden. Mhm. Es sind Qualitäten, die jetzt von großer Bedeutung sind, und diese alten Themen und das Vermächtnis, was du hast, also das, was auch mit Macht Vermächtnis, das ist die Macht, die dir vermacht worden ist, und diese wird uns eben abgeschnitten und soll uns nach Möglichkeit nicht zur Verfügung stehen. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe am 12. bis 14. Februar in Bad Meinberg ein Zusammentreffen, da steht das im Mittelpunkt, weil das eben etwas ist, das uns auch überhaupt nicht mehr präsent ist und was uns überhaupt völlig verloren geht, und wo auf einmal in der Folge, wenn hier eine Befreiung hineinkommt oder auch ein Frieden hineinkommen kann, auf einmal eine ganze Reihe von Blockaden ihre Macht verlieren und ich selber wieder angeschlossen werde an vorhandene Macht. Und das ist natürlich etwas, das uns überhaupt nicht zur Verfügung stehen soll nach den Vorstellungen. Und da werden Rituale gemacht an vielen Stellen. Ja. Es werden Rituale auch dadurch gemacht, dass man beispielsweise, wie man mit den Toten umgeht, haben dieses Thema schon gehabt, es werden die Körperöffnungen verschlossen, wir erleben die Idee, dass beispielsweise Tote in einer Säure aufgelöst werden sollen, verschwinden sollen. Der Umgang mit dem Tod als Thema spielt eine große Rolle. Und natürlich unsere eigene alte Kultur. Und egal wie der Einzelne damit in Kontext und in Kontakt gerät, jeder Weg kann der richtige sein, immer zur jeweiligen Zeit. Eine wunderbare Möglichkeit ist auch hier das Räuchern, weil das Räuchern eben eine uralte, archaische Qualität hat und über Jahrtausende etwas ist, das in unserem limbischen System, ich sage immer, hart verdrahtet ist. Das bringt uns wieder mit alten Themen in Berührung. Wenn heute ein Bankmanager mit seinen Kollegen bei einem Seminar abends am Lagerfeuer sitzt, kommen alte Qualitäten nach oben. Ja. Auch bei jemand, der normalerweise ganz anders ist, der ein stark in das System hinein erzogener Mensch ist, der auf einmal wieder Geräusche hört in der Nacht, die Wärme des Feuers spürt, die Sterne sieht. Also das ist etwas von hoher, hoher Bedeutung. Ja. Und hier können die Ahnen uns eine ganz große, hilfreiche Stütze sein. Und ich möchte jeden, der heute zuhört, auffordern, einfach vielleicht für sich selber ein kleines Ritual zu finden, indem er einfach sagt, ich möchte gerne mich öffnen. Wenn du dich wissentlich und willentlich öffnest den Themen, dann werden diese Themen auf dich zukommen in Form von Synergien, in Form von Hinweisen. Und wenn du vielleicht dir vornimmst, einfach für die nächsten Tage, nicht gleich für dein ganzes Leben, sondern für die nächsten Tage dich zu öffnen und zu sagen, ich möchte, wenn diese Themen auf mich zukommen, mitbekommen, dass sie kommen. Ich möchte meine Aufmerksamkeit aufspannen. Ja. Ich möchte eine Art Netz um mich herum tragen, in dem sich kleine Hinweise verfangen, damit ich darauf aufmerksam werde, weil in dem üblichen Tagesbewusstsein das häufig leider einfach von den täglichen Herausforderungen überlagert wird. Und wenn du das machst, wird deine eigene Art in der Berührung stattfinden können. Und das ist das, was eigentlich nur durch einen Entscheidungsprozess geschehen kann. In Wahrheit geschehen wird immer zu dem Moment, wo es soweit ist, ohne dass du irgendwas entschließt. Also kann man sich ganz entspannt besinnen auf das, was man eigentlich ist, und das, was geschieht, geschieht. Und man muss sich gar nicht so viele Sorgen machen. Nein, aber muss aufmerksam werden, muss hinblicken, muss Mut finden, muss sich selber wieder entdecken und muss seine eigene Kraft anerkennen. Ja. Denn die wird uns sehr, sehr stark aberzogen. Auch den Raum einnehmen, das hat auch mit dem Thema, was sehr wir haben, wichtig zu tun. Sehr, sehr, sehr wichtig. Eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und es gibt unterschiedliche Wege, die man dort gehen kann. Es gibt Wege, die sozusagen im Mysterienkulten als gemeinsamer Weg gefunden worden sind in der Vergangenheit, wo jemand vielleicht sogar schon als Kind, als Jugendlicher herangeführt worden ist, auch natürlich auch an eine Rolle, später einmal Krieger zu werden, später einmal Priester zu sein. Aber da steht diese Rolle über der Person. Da ist die Funktion und die Qualität der dahinterliegenden Energie das Wesentliche. Die Energie ist die Energie, die auch in dir spürbar wird. Es ist deine Macht und deine Macht, die du in dieser Form umsetzen kannst. Für mich ist immer ein gutes Beispiel der Krieger. Weil der Krieger kein Mörder ist und kein Söldner, sondern jemand, der die Herausforderung des Lebens mutig annimmt in seiner wahren Qualität und diesen Mut eben auch durch seinen
ganz anderen Einstieg zum Thema überhaupt nur erlangen kann, durch seine eigene, über den Tod hinausgehende Erfahrung seiner selbst. Ein Wikinger, der sagt, heute Abend sitzen wir alle bei Valhall, fürchtet nicht den Tod, sondern er sehnt sich danach, diesen Prozess auf die bestmögliche Art in der Umsetzung seiner eigentlichen Qualität und seiner eigenen Kraft zu ermöglichen. Mhm. Und nicht zu sagen, da gehe ich am besten gar nicht hin, dann passiert mir nichts und ich werde alt und, schlafe im Bett irgendwann ein. Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Ja. Und eine solche Qualität ist durch unsere Form, die wir heute präsentiert bekommen, durch ein eine Ersatzbefriedigung. Mhm. Du bekommst Geld oder du kriegst für das, was du hier tust, irgendetwas nicht zu kompensieren. Es ist eine ganz andere Qualität. Als die Engländer ihren Krieg in Indien ausgeweitet haben, in den Norden hinein, bis nach Tibet, da sind sie auf einmal auf einen Widerstand gestoßen, den es vorher nicht gegeben hat, gegen die Gurkha. Mhm. Und die Gurkha sind ein sehr klein gewachsenes, vermutlich wehrhafteste Volk der Welt. Und die Engländer waren es nicht gewohnt, dass man ihnen so einen Widerstand entgegengesetzt hat. Und es hat häufige Vorfälle gegeben, dass ganze Gruppen von Engländern morgens vollständig umgebracht, nur zwei übrig gelassen, zu einer richtigen Panik geführt haben. Man hat in der Nacht 150 Menschen die Köpfe abgeschnitten und nur einen übrig gelassen, der berichtet hat. Das hat dazu geführt, dass die Engländer mit den Gurkha einen Vertrag geschlossen haben, dass die Gurkha niemals gegen die Engländer kämpfen können und dürfen, aber von den Engländern bezahlt werden und heute als Stellvertreter unter anderem in Afghanistan kämpfen. Die Gurkha sind und werden schon als Kinder in diese Richtung geprägt. Ja. Ich möchte hier nicht missverstanden werden und natürlich ist das eine Prägung, die genauso in Konditionierung und ein Rollenbewusstsein hineinführt, aber die uns aufzeigt, dass es bestimmte Qualitäten gibt, die uns so fremd sind, die in unserem Zusammenhang überhaupt nicht mehr erkannt werden, die wir so sehr fürchten und damit sind wir unheil, unvollständig. Wir haben Aspekte, die wir überhaupt nicht in unserer heutigen Gesellschaft wiederfinden. Kulturelle Themen, eigene Kräfte, eigene Fähigkeiten. Und es ist wichtig, jetzt hier wieder einen gesunden Ausgleich zu finden und die Dinge auszubalancieren und sich selber wieder kennenzulernen. Das ist die Aufgabe, die in letzter Konsequenz durch alles hindurchschimmert. Und wenn ich kennenlerne, meine ich natürlich das wahre Wesen hinter allen Masken. Das, was du wirklich bist, immer warst und immer sein wirst. Erkenn dich selbst, dann erkennst du Gott. Vielen Dank, Alexander. Gerne. Erstens, die Krise am Scheideweg. Wir bezeichnen diesen Ort als Scheideweg in der Entwicklung von Frauen. Hier findet ein Zusammentreffen von Mädchen und Frau statt. Lynn Michael Brown und Carol Gilligan, Meeting at the Crossroads. Durch die Geburt einer Tochter wird eine Frau plötzlich nicht nur mit einem Säugling, einem kleinen Mädchen, einer zukünftigen Frau konfrontiert, sondern auch mit ihren eigenen ungelösten Konflikten aus der Vergangenheit und ihren Hoffnungen für die Zukunft. Mit der Durchtretung der Nabelschnur, die der Tochter den Atem schenkt, gehört die Mutter Generationen von Frauen an, die unsere Vorfahrinnen zur Welt brachten. Vielleicht noch wichtiger ist, dass dieser Akt der körperlichen Trennung jede Mutter einer Tochter mit der nächsten Generation von Frauen verbindet. Wie durch ein Erdbeben erleben Mütter von Töchtern manchmal eine Umwälzung in ihrem Leben, ein Aufbrechen ihrer tiefsten Gefühle, wodurch das Gleichgewicht, das sie in all ihren Beziehungen bis dahin erreicht hatten, wieder einmal aus dem Lot gerät. Einige Mütter von Töchtern erleben, dass ihr Verhältnis zur eigenen Mutter sie erneut beschäftigt. Sobald ich meine Tochter sah, erinnert sich Zena, und fühlte, wie viel ich mir für sie wünschte, wusste ich, dass meine Mutter alles, was sie mit mir angestellt hat, aus Liebe getan hat. Als Emily nach der schwierigen Geburt ihre Tochter zum ersten Mal im Arm hielt, durchfuhr sie der Gedanke: Was soll ich nur tun, wenn die Entfremdung, die zwischen mir und meiner Mutter herrscht, auch zwischen uns entstehen sollte, könnte ich das nicht ertragen. Andere Frauen denken vor allem an die Zukunft. Theresa weiß noch, dass sie in das kleine, runzelige Gesicht ihrer Tochter schaute und dachte: Eines Tages werde ich ihren Rücken sehen, wenn sie von mir fortgeht.
Weißt du, wir denken kaum an die Rücken unserer Babys. Doch den werde ich sehen, wenn sie anfängt, die Welt zu erforschen. Ich möchte, dass sie vieles kennenlernt. Einiges kann ich ihr beibringen, was ihr im Leben helfen wird. Es gibt auch Frauen, die nie eine Tochter wollten, weil sie nicht sicher sein konnten, dass deren Leben anders verlaufen würde als ihr eigenes. Viele Frauen wollen, dass etwas anders wird, ganz gleich, wie gut ihre Beziehung zu der eigenen Mutter war. Als die Miss Foundation for Women und das Center for Policy Alternatives 1992 eine landesweite Studie durchführten, in der es um die Belange und Prioritäten von Frauen ging, stellten sie fest, dass das, was die Frauen während ihrer täglichen stundenlangen Erwerbs- und Familienarbeit oder Weiterbildung aufrechterhält, die Hoffnung ist, dass die Zukunft ihrer Töchter sorgenfreier ist. Als die befragten Frauen gebeten wurden, einen Brief an ihre Töchter zu schreiben, drückten sie darin die Hoffnung auf, eine ganz andere Zukunft aus, mit weniger Stress und mehr Freude. Mütter hoffen auf eine andere Welt und eine andere Partnerschaft für ihre Töchter, und in vielen Fällen war das auch bei ihren eigenen Müttern schon der Fall. Generationen von Frauen haben sich vorgenommen, ihre Töchter anders zu erziehen und müssen dann erkennen, dass sich die Töchter, wenn sie erwachsen sind, leidenschaftlich genau dasselbe schwören. Von allen Scheidewegen, an die eine Frau im Laufe ihres Lebens gelangt, ist die Geburt einer Tochter einer der entscheidendsten und erfolgreichsten. Nee, einer der entscheidendsten und folgenreichsten, den lasse ich drin. Der Wunsch, unsere Töchter anders zu erziehen, als wir erzogen worden sind, entsteht manchmal aus dem Zorn auf unsere Mütter und den Schwierigkeiten im Verhältnis zu ihnen. Oder er ergibt sich lediglich aus der Erkenntnis, dass der Erfahrungshorizont unserer Töchter ein ganz anderer sein wird. In jedem Fall werden die Wunden zwischen Generationen von Frauen nur dann verheilen, wenn ein Verständnis für den politischen Kontext der Mutter-Tochter-Beziehung entsteht. Durch andere Vorstellungen von Erziehung geraten wir in einen Widerspruch mit dem Status quo, der in unserer Kultur Patriarchat heißt, ein Synonym für Zivilisation in der westlichen Kultur. Anders ausgedrückt, gesteht unsere Gesellschaft Männern generell einen höheren Status und größere Vorrechte zu als Frauen. Die Ansichten von weißen Männern sind maßgeblich für die Werte und Strukturen, die die herrschende Kultur zementieren. So wird beispielsweise die Welt der Erwerbsarbeit als wertvoller und wirklicher betrachtet als die Welt von Heim und Herd, weil Lohnarbeit eine Männersphäre ist. Frauen können die Mutter-Tochter-Beziehung nur dann verändern, wenn sie diese Beziehung in einem größeren Zusammenhang sehen und erkennen, wie sie von den Forderungen und Drohungen des herrschenden Patriarchats der weißen Mittelklasse oder von anderen patriarchalen Lebensumständen geformt werden.